Hallo und herzlich willkommen zur Golden League 2 Runde 3. Nächstes Game, nicht ganz das Game, das ich machen wollte, aber wir machen einfach weiter. Das ist das Lowest Bracket Final zwischen Lucifron und Marine Lord. Altbekannte Gesichter in den letzten Runden eines Turniers. Wer hätte es erwartet, aber auch die sind von der Off-Meta-Regelung betroffen. Somit Matchup hier auf Basin ist Mali gegen Abbasiden-Dynastie. Mal sehen, was dann der Weg der Abbasiden wird, welche Flügel es denn hier werden soll. Und auf der anderen Seite Mali sehen wir jetzt doch sehr, sehr häufig. Auf Basin Delhi-Sultanat, Chinesen, Heiliges Römisches Reich und Engländer sind nicht möglich. So verbleibt uns da dieses Matchup. Aber gut. Marine Lord, der spielt die Abbasiden, soweit ich weiß, eigentlich ganz gerne. Aber bin mal gespannt, wie erfolgreich das ist. Und den Mansa-Steinbruch unterwegs auf Lucifrons Seite. Und ja, ich wollte eigentlich das Winners Bracket zeigen, aber da gab es wieder mal diesen tollen Bug, dass irgendeine Mod das Spiel zum Absturz bringt und dann kann man die Games nicht aufmachen. Sehr, sehr nervig, aber gut, es ist, was es ist. Und Kulturflügel ist das Werkzeug der Wahl für Marine Lord. Tatsächlich Kulturflügel als erstes. Kann die Bewahrung des Wissens dann dazu ziehen und damit alles günstiger forschen. Aber ist halt wirtschaftlich jetzt nicht so der Brüller. Gut, frische Lebensmittel funktioniert ja trotzdem. Handelsroute ist immer ein bisschen, ein bisschen risky. Da gab es auch schon, ich glaube, da ging auf Reddit ging mal ein Bild rumfliegen. Wenn ihr Lieblings-PO mit den Abbasiden ist, Handelsflügel in schnelles GG. Weil man einfach meistens damit nichts hinbekommt, wenn man einfach ein bisschen zu greedy ist. Mit dem Handelsflügel als erste Wahl. So, Mansa-Steinbruch wird errichtet. Dann kann man auch die nächste Baugruppe aufstellen. Die Frage ist, ob Lucifron spielt ja auch das Spielchen mit professionellem Speer und dann Nahrung klauen, ist gegen Abbasiden natürlich ein bisschen anders. Die sind mehr an den Bärensteuern interessiert als an den Rehen. Trotzdem, die Rehe will man schon auch aufsammeln. Keiner hat Bock, frühe Felder anzulegen. Das gilt für quasi jede Zivilisation, außer vielleicht für die Engländer. Die können sich das noch am ehesten leisten, weil die kriegen mehr Nahrung da draußen und es kostet nicht so viel. Aber bei allen anderen ist es so, ach, Felder, solange es nicht sein muss, will man es möglichst vermeiden. So, da sehen wir Bewahrung des Wissens und dann das erprobten Upgrade noch. Das profitiert aber jetzt erstmal nicht von Bewahrung des Wissens, das muss erst fertig werden. Und wir haben mehr Kriegerspäher im Bau bei Lucifron. Die Frage ist daneben, er hat die Mühle. Okay, es kommt aber zuerst die Hortikultur. Die Frage ist, ob er professionelle Späher mitnimmt. Unser Steinbruch produziert da weiter fleißig Gold mit dazu. Und die Kriegerspäher versuchen hier ein bisschen für Ärger zu sorgen, blockieren da die Goldader. Da wurden natürlich Schubkarre mitgezogen und da geht's in die Steine für Marine Lord. Will er sich ein zweites Dorfzentrum schnappen. Wobei, dann hätte er eigentlich den Wirtschaftsflügel spielen können. Dann würde ihn das Dorfzentrum weniger kosten. Und Bewahrung des Wissens hat er jetzt drauf, das heißt also jedes Upgrade ab hier ist günstiger für ihn. Das stapelt sich dann natürlich auch, der Nutzen aus dem Upgrade. Steine werden gesammelt Stück für Stück. Währenddessen wird man von Kriegerspeeren belagert. Und da funktioniert 7 auf dem Feld. Also Lucifron spielt mit einigen davon, trifft auf einen Speerkämpfer. Dem kann er sich nicht ganz so einfach anlegen. Gut, in der Masse funktioniert es inzwischen. Wenn alle 7 Kriegerspeeren mal hier sind, ist ein Speerkämpfer nicht so das Problem. Aber es werden mehr Speerkämpfer gebaut. Die Dorfbewohner sind auch kurz das Ziel, aber auch da sind weitere Speerkämpfe im Weg. Steine inzwischen 80 Stück gesammelt. Die Kriegerspeer kann man recht gut micron, die regenerieren sich ja sehr, sehr schnell. Solange man die am Leben hält, kommen die Hitpoints schon alle irgendwann wieder. Das ist noch eine Schubkarre. Ne, Lucifron, keine professionellen Speer bisher. Aber er spielt auf jeden Fall mit den Kriegerspeeren, weil es ja doch, das Kriegerspeer sind richtig starke Einheiten. Es hat ein bisschen gedauert, bis das nach dem Patch dann zur Geltung gekommen ist, aber nicht allzu lange eigentlich. Ein, zwei Wochen und seitdem, ja, Kriegerspeer gar nicht mal so verkehrt. Aber trotzdem, Mali ist nicht in den Top-Zivilisationen drin, weil sonst wäre Mali gebannt. Sonst wäre es in der Bannliste mit drin. So quasi gut genug gegen den Rest, gegen die Top-Zivilisationen, aber dann noch ein bisschen schwieriger. So, inzwischen 11 Kriegerspeer auf dem Feld.
Die Masse wächst. Produktion läuft weiter. Und die Frage ist an Lucifer, kommt das Upgrade noch? Wenn er das Gold dafür hat, braucht 2,75 dafür. Für professionelle Speer hat 12 Stück inzwischen von seinen Speeren. Da draußen sind Speerkämpfer und Dorfbewohner. Oh Gott, die Speerkämpfer hinter diesem Baum. Ist eigentlich kein Sichtblocker, aber da die Kamera halt im Winkel da ist, ist es ein bisschen schwierig, das alles auf dem Schirm zu haben. Gott, man sieht, dass der Damage, den die austeilen, der feindliche Speer wird easy eliminiert. Und das heißt, Marinot spielt etwas mehr blind auf der Karte gerade. Seine Vision ist eingeschränkt. Aber er spielt gerade eh defensiv. Er hat einen Kriegerspeer dafür bekommen, aber es sind nur noch 13 auf dem Feld. Da gibt es jetzt das Dorfzentrum Nummer 2. Da drüben gab es eine Palisade, dass man da nicht so einfach durchkommt. Und die Kriegerspeer versuchen einfach irgendwo noch Schaden zu finden. Aber die Speerkämpfer blocken bisher alles sehr ordentlich. Und auch da gibt es einen weiteren Kill an dem Kriegerspeer. Also nee, Lucifer kommt bisher nicht so wirklich voran. Weil die Kriegerspeer kosten jetzt auch nicht mega viel. Die sind zudem günstig, deswegen sind sie auch so populär. Die kosten 90 Nahrung pro Stück. Das ist halt für das, was die Einheit kann, sehr, sehr günstig ist. Keine kostet nicht mal eine Zweitressource, kostet nur Nahrung. Und quasi die Nahrung kann man sich mit Gold subventionieren, weil man ja die Mühle hat, die Vieh produzieren kann. Inzwischen, ja, 300 Gold, keine professionellen Speer. Es wird noch ein bisschen mehr Holz gesammelt, er bräuchte 75 Holz dafür, aber ich glaube, das ist eher das Ansparen auf das Wahrzeichen. Also für Lucifer kein Interesse dran, sich die Nahrung da draußen zu sichern. Wenn das ein Minot einfach ein bisschen versucht hat, sein Gebiet abzuzäunen und auch weiter versucht zu sichern. Er ist komplett in die Defensive gezwungen. Die Speerkämpfe müssen immer gut platziert sein. Wenn man die Kriegerspeer ein bisschen unbeaufsichtigt lässt, das gibt auch sehr schnell Schaden an den Dorfbewohnern. Nicht so schlimm, als wenn es so fast wären, aber trotzdem schlimm genug, dass es wehtut. 33 zu 33 momentan. Gar nicht so ein Farimba startet. Ab geht's in die Ritterzeit. Und dessen Njot einfach nach wie vor jeden Angriffsversuch blockt. Seine Speerkämpfer in mehreren Gruppen unterwegs hat. Dass da nichts schief geht. Dann der Außenposten. Der hilft ihm auch in Sachen Vision. Dass er endlich mal ein bisschen weiter voraus ist, dass er weiß, wo sich die Speer von A nach B bewegen. Sobald das Ding fertig ist, wird das etwas angenehmer. Mit der Kontrolle über die Fläche hier. Theoretisch könnte man noch ganz außen rumlaufen. Wäre noch eine Möglichkeit für Lucifer. Aber da geht er eher auf die Ritterzeit. Der hat noch andere Pläne. Da beginnt es auch die Produktion von Bogenschützen. Dann könnte er mit Giftpfeil natürlich aufwarten. Ja, da. Außenposten ist ready. Und man sieht doch ein bedeutendes Stück mehr. Von wo der Gegner ankommt. Garnison verrennen wir dann den nächsten Schritt. Ja, und Bogenschützen werden schon manuell gebaut. Das wird nicht nur die Garnison darauf angesetzt, Bogenschützen zu bauen. Also wird die Anzahl deutlich mehr nach oben schießen. Jetzt die Möglichkeit auch für Lucifer, sich das Zeug auf der Karte zu sichern mit den Reliquien der geweihten Städten. Dass er da noch Fortschritte macht, da kommt das Veteranenupgrade für die Bogenschützen. Ich erwarte fast, dass früher oder später die Giftfälle dazukommen werden. Die Mühe wird gerade Geld gespart, dass er ebenfalls sein nächstes Zeitalter bestreiten kann. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Und der Palisaden hat er hier. Der Gegner kommt nicht so einfach rein. Weil die Palisade so viel Stoppwirkung hat sie jetzt auch nicht mehr. 1200 Hitpoints. Aber es bringt genügend Zeit, dass sich die Einheiten in Position bringen können. Dafür ist sie da. Militärflügel, der nächste. Also da kriegen wir dann zwei Kamelreiter, wenn das Ding fertig wird. Und ein Ausbildungslager ist wichtiges Upgrade für die Infanterie, dass man einfach mehr Hitpoints hat. Könnte so einem Kampf ganz wichtig werden. Wir haben hier weiter Stress bekommt. Jetzt mit dem Bogenschützen ist es noch etwas ungemütlicher, die Dorfbewohner am Leben zu halten. Die Kriegerspeer laufen auch einfach weiter. Die Bogenschützen haben sich bereits zurückgezogen. Da gibt es nämlich einen kleinen Counter-Attack. Die Bogenschützen haben Probleme, sind... Ja, das war ein plötzliches GG, aber... Okay. Ja, Mjot hat ein bisschen was von seiner Economy einbüßen müssen. Einiges sogar. Mehr als erwartet. Da gab es ein bisschen mehr Damage, den er da verloren hat. Und hat dann sofort das Handtuch geworfen. Ich meine, er weiß das Timing von Lucifer in der Ritterzeit. Er weiß, dass da mehr Stress kommt. Der hat die Bogenschützen auch schon gesehen. Aber dass er das so schnell das Ding hinwirft. Interessante Entscheidung. Aber gut, es ist ein Best of 5. Mal sehen, wie es weitergeht. Weil es wohl noch nicht genügend Mali war, verdoppeln wir jetzt. Haben Mali Mirror auf trockenes Arabien. Also auch Mojino jetzt mit Malien unterwegs. Also da wird es auf Kriegerspeer rauslaufen. Sehr wahrscheinlich und sehr, sehr viel. Mit dem Manzersteinbruch. Und dann ist eben die Frage, ob einer dann einen Wechsel zu was anderem wagt oder ob es einfach ein Wettrüsten wird mit den gleichen Einheiten. Manzersteinbruch unterwegs, bisschen schneller für Lucifer. Minot baut mit dem Dorfbewohner mehr.
holt also ein bisschen Zeit auf. Am Ende macht das aber nicht so viel. Die Rehe liegen relativ gut für Marine Lord. Das Vorkommen ein bisschen weiter weg für Lucifer. Aber noch okay, würde ich sagen. Und so vom Grundstandard her würde ich sagen, Million hat es ein bisschen angenehmer mit den Rehen, die er bei sich hat. Falls einer der beiden professionelle Speer mitnehmen möchte. Wir kriegen auf jeden Fall den Stall, der zu erwarten ist. Und die Speerproduktion direkt für Lucifer. Und dann geht es schon mal ans. Okay, versucht schon mal das erste Haus anzuzünden. Guter Start. Upgrade hat er auch schon drauf. Marinot gleicht das jetzt aus. Und dann ist es aber ein 2 gegen 1. Und dann noch weiter ein bisschen belagert. Und der Lucifer pumpt fleißig Kriegerspeer. Das ist ein 3 zu 2. Die da am Start sind. Und zu Hause wird einfach immer mehr und mehr nachgelegt. Erstes Haus erfolgreich zerstört. Also erst ein bisschen Damage ist gemacht. Klar, es ist nicht viel, wie man sieht, 25 Holz. Aber es bremst auch die Baugruppe ein bisschen aus. Das Goldeinkommen sollte sich etwas voneinander abweichen. Gott, es ist fast gleich, aber Milliard droppt jetzt halt ein paar Punkte. Nicht viel, aber jedes bisschen zählt. Und oh, guter Start für den Kampf. Sehr viel Schaden gemacht auf dem einen Speer von Marine Lord. Und jetzt kommt eben der nächste wieder mit dazu und das nächste Haus fällt hier auseinander. Also Marine Lord mit den Schwierigkeiten. Lucifer macht direkt weiter Druck. Er hat von der vorigen Map überhaupt nicht nachgelassen. So, da geht es auch an das nächste Haus. Wenn das näher kommt, das Burger bei der Lage mit dazu. Wir haben Marinot. Wird mächtig bilden. Lucifer hat sich auch das Nahrungssammel-Upgrade geschnappt. Also die Hortikultur. Dass da noch ein bisschen mehr Ressourcen reinkommen. Sammelt auch mehr Holz aktuell. Die Kriegerspiele battlen sich. 9 zu 8. Aber Lucifer braucht halt deutlich länger mit seinen Reinforcements. Zwei Häuser also bisher zerstört. Das dritte Haus ist angeschlagen. Hälfte der Hitpoints gingen verloren. Nächste Baugruppe ist geplant. Ja. Wie erwartet, es wird ein Kriegerspiel wettrüsten. Momentan läuft das auch fleißig weiter. Dorfbrunnen ist ja gerade das Ziel. Der eine Kriegerspeer hat aber Schwierigkeiten, weil er ein bisschen hinten dran ist. Gleich zum Rest. Da wird hier mal das Haus kurz angefackelt. Da möchte man hier von Hand Gold sammeln. In Marine Lords Position. Währenddessen bei Lucifer hat seine Baugruben auch errichtet soweit. 12 zu 11. Ein netten Händisch ist noch nichts umgefallen. Man sieht dann Regeneration. Sieht das aus, als ob da nie Kampf stattgefunden hätte. Alle Einheiten in bester Verfassung. Bei der hohen Regenerationsrate. Da kommt noch die Schubkarre bei Lucifer. Also der upgradet da ein bisschen mehr. Doch von der Händisch sind wir ja gleich auf. Ja, und es geht da einfach mit mehr Masse weiter. Aber weiterhin die defensive Stellung hier für Marine Lord. Oder hält sich hier deutlich defensiver. Versucht das seine eigene Baugrube zu schützen. Oh, der Speer, der wurde geblockt und ist in die falsche Richtung gelaufen. Somit die ersten Kills passieren jetzt hier. 13 zu 13. Donsos werden jetzt auch gebaut. Am Ende Lucifer hat mehr kaputt gemacht. Der war vorhin bei 50, jetzt ist er bei 230. Also ein Speer. Ich glaube, Mjörn hat zwei Speer verloren, hat einen gekillt. Da liegen zwei in Rot und einer in Gelb. 15 zu 15 jetzt in der Anzahl. Die Baugrube ist ausgestattet. Doppelstall. Jetzt im Einsatz, dass man das weiter versorgen kann. Aber die Donsos können natürlich dann ein bisschen Änderung mit reinbringen. Die machen sehr viel Schaden. Und sind nicht so einfach zu bezwingen. Die ersten drei kommen da jetzt mit dazu. Dafür die Produktion von Kriegersperren von Molina ist natürlich mehr und mehr. Der schnappt jetzt auch die Schubkarre noch mit dran. Schubkarre bei Lucifer gleich fertig in 10 Sekunden. Das Upgrade dauert dann doch ein bisschen. Anderthalb Minuten. Und es geht mal wieder an die Häuser. Und da kommen die Donsos auch mit dazu. So, für Marine Lord. Also der Kampf nochmal ein bisschen komplizierter geworden. Hat hier selber noch einen Kriegerspeer auf der Gegenseite. Aber einer alleine macht jetzt nicht die Welt an Schaden. Stattdessen der Versuch, Reinforcements abzufangen. Dafür die Hauptarmee kommt auch wieder und stellen sich da mit dem Rücken zur Wand, dass man nicht surrounded werden kann. Oder schlecht surrounded werden kann. Dann wird der Kampf wieder gegen Marine Lord gedreht. Das treibt ihn weg. Von der geweihten Stätte, da fliegen, ja, dafür sind die Donsos nämlich ganz cool. Wenn man einen angeschlagenen Speer sieht und gerade noch die Speere auf Vorrat hat, kann man den einfach raussnipen. Und damit wird sofort wieder die Goldader belagert, zumindest ist das der Plan. 20 zu 19 in den Kriegersperren, aber 7 Donsos zu jetzt einem. So fast wird auch einer gebaut, wenn das Lucifer baut. Der baut einen Musofadis jetzt schon.
Ja, der Speer kam da nicht sonderlich weit, hat ein bisschen Schaden am Haus gemacht. Währenddessen hier gibt es ja deutlich mehr Probleme am Haus. Reinforcements waren da schon mal direkt zurückgerudert, dass die nicht in eine Falle tappen. Also bisher Lucy von Managed das sehr, sehr gut. Und greift sogar die Baugrube direkt an. Noch mehr Schaden am Goldeinkommen von Marino. Das Ding brennt noch nicht. Das, die Donsus ist natürlich ein großes Problem. Und man will nicht einfach so draufrennen auf eine Armee, die da Donsus mit dabei hat. Weitere Speer von Melinot stirbt. 22 zu 19 jetzt inzwischen. Er hat einen so far irgendwo. Er hat selber ein paar Donsos mit drin. Die Schlacht läuft. Die Reinforcements für Lucifer lassen nochmal ein bisschen auf sich warten. Bis sie das, die sind hier. Der nächste läuft hier an der Seite hoch. Die Baugruppe lebt noch. Er fehlt aber nicht viel, dass das Ding brennt. Aber ey, sie tut noch ihre Arbeit. Das ist das Wichtige. Masse technisch 21, 19, 13, 5. Aber drei Sofas inzwischen irgendwo. Da ist einer mit drin. Die mit den dunkleren Pferden sind die Sofas. Die drei hier. Also sie sind alle mit in der Armee. Aber trotzdem, Lucifron immer noch am Drücker. Schickt immer noch alles weit hier rüber. Er versucht mir natürlich möglichst viel Ärger zu machen. Die Sofas wagen sie ein bisschen nach vorne. Halten etwas mehr aus, aber auch gegen die Donsos wird es nicht ganz einfach. Selbst wenn man so far ist und da kommt jetzt die Masse. Okay, da kommt die Masse. Da kloppen jetzt einfach gegeneinander. Da kommt nochmal Donsos angelaufen von beiden Seiten. Dorfbrunne packt auch das Messer aus. Okay, das ist einfach ein lustiger Kampf. Wer setzt sich hier durch? Hier gab es einen leichten Durchbruch, aber noch nicht genug. Die Donsos pieksen, was das Zeug hält. Kriegerspeer auf beiden Seiten gingen massiv verloren. Das sind wir jetzt bei 8 zu 10. Die drei Sofas leben tatsächlich noch. Also die halten sich sehr, sehr lange. Die Donsos währenddessen stechen sich auch nach und nach gegenseitig nieder. Und am Ende verbleibt von Marinord einiges mehr gerade in dieser Truppe. Er hat noch immer die Donsos gegen sich, die eine Herausforderung sind. Aber die ziehen sie jetzt doch lieber zurück. Am Ende kommt Marinord mit dem Kampf besser weg. Killt deutlich mehr Einheiten inzwischen. 3000 zu 1990. Es hat viel mehr Kills hier gemacht, kann mit den Speeren vielleicht noch irgendwas finden. Ne, stattdessen verliert die hier in seine Sofas. Die haben wirklich sehr, sehr viel durchgehalten und sehr viel Schaden ausgeteilt. Die machen sehr, sehr viel Damage. Aber für Lucifron ging es parallel in die Garnison Farimba. Problem ist halt, er bekommt parallel einen Angriff ab und investiert gerade sein ganzes Geld in sein Wahrzeichen. Also defensiv nicht unbedingt die schönste Lage für ihn. Ich muss jetzt selber vielleicht ein paar Häuser aufgeben, ehe das wieder stabilisiert wird. Ist von Varimba halb fertig. Da kommt einmal runde Speerwerfen. Irgendwas ist auch umgefallen. Das war, glaube ich, ein Kriegerspeer. Ein Haus fällt aus und das sind viele Donsos hier. Und der nächste Sofar fällt. Gegen den Schaden einfach von den Donsos hat er nicht so viel zu melden. Das heißt, ein Sofar-Handgemenge. Ein Donso-Handgemenge, was das wird. Sofars sind es ja kaum noch. 4 Kriegerspeer, 14 Donsos. Gegen 12 Donsos. 6 Kriegerspeer, 3. Jetzt sind 4 Bogenschützen und 3 Sofars noch irgendwo. Ritterzeit ist erfolgreich erreicht. Upgrades kommen sofort, das Upgrade für die Bogenschützen. Man kann ahnen, wo das hingehen soll. Fünffachproduktion wird auch gestartet. Werden, denke ich, wieder Giftpfeile kriegen. Hatten wir jetzt schon öfter, wenn es um die Malis ging. Aber in dem Fall die beiden mit ihren Donsos halt mit drin. Also die haben sehr, sehr viel in die Donsos auch reingesteckt. Wirtschaftlich immer noch auf Augenhöhe. Und wie man sieht, die Garnison für Marino jetzt auch unterwegs. Also er wird das ausgleichen. Zeitunterschied ist nicht riesig. Ein bisschen was ist da. Ich mache das Bergbau-Upgrade, dass man mehr Gold ran schaffen kann. Und zudem Moschee ist auch schon ready. Imam wird gebaut, dass man einfach ja, Reliquien sammelt, mehr Gold. Hauptsache mehr Gold. Wenn man sich für das Gold nicht bemühen muss, weil es passiv reinkommt, umso besser. Jetzt wird der Marino gerade wieder gejagt. Bis er dann die Ritterzeit hat und die nächsten Upgrades da stattfinden lässt. Sofort der nächste. Ne, da kommt das erste Fernkampfschaden-Upgrade. Da kommt das erste Upgrade aus der Ritterzeit. Die Veteranen-Bogenschützen. Zudem auch für die Kriegerspeer das Upgrade. Das hat sich Lucifer komplett gespart. Also er hat da nicht im Sinn, weiter auf Kriegerspeer zu bauen. Zieht nicht mal das Upgrade dafür mit. Sondern ist jetzt rein auf Bogenschützen und Donsos. Also reine Infanterie-Kombo. Und währenddessen versucht er eben ein bisschen Eskorte zu spielen für die Reliquien, dass er die einsammeln kann. Zweite Imam ist ready. Reliquien sind sehr zerstreut. Sehr weit draußen auch. Also durchaus die Möglichkeit, dass man sich in den Reliquien noch mehr sichern kann. Er
Ein Kriegerspeer wird da ein bisschen nerven, aber der hat jetzt nicht so schnell den Damage, um den Imam zu erledigen. Man kann da mit einem Voodoo da auch noch ein bisschen Zeit kaufen. Die Sammelaktion auf jeden Fall unterwegs, wenn der ein Minot baut an seinem eigenen Imam. Wir haben sofort aufgesammelt, Voodoo gestartet, aber Kavallerie ist schnell genug, um rauszukommen. Trotzdem, dafür kann man jetzt Reinforcements rüberschicken. Sollten es noch rechtzeitig schaffen? Wobei, das ist, er ist auf Veteranenstufe, ne? Ja, der macht 10 Damage pro Angriff, aber die Einheiten kommen rüber. Iman bleibt am Leben. Nächste Reliquie in den Händen von Lucy, von die dritte. Läuft da auch an, aber da läuft doch gerade Minot in die richtige Richtung, um den abzufangen. Und da kommt das Upgrade. Da kommen die vergifteten Pfeile. Es kostet halt auch wirklich viel Gold, 500 Gold, aber es ist ein mega mächtiges Upgrade. Und es war ja schon mal krasser. Es wurde ja dann noch ein bisschen genervt. Das war ja schon schlimmer, als die Mali noch ganz frisch waren. Der Kriegerspeer ist immer noch unterwegs. Dann nächste Reliquie und geweihte Stätte parallel auch noch. Also für Lucifer geht's voran. Mehr und mehr Gold. Beide brauchen sehr viel Gold oder nutzen sehr viel Gold. Die ganze Upgrade-Palette, die da jetzt noch kommt. Holzstufe 2, dann doch das Upgrade für die Kriegerspeer. Am Ende dann doch. Irgendwo wurde gerade was abgerissen von Lucifer. Ach, hier hat sich ein Haus abgerissen und baut ein Bergarbeiterlager drauf. Das war der Punkt. Und währenddessen, der Imam kriegt dann doch Schwierigkeiten. Voodoo wird nochmal gezündet. Lebt der lang genug? Nein. Bei weitem nicht. Die Reliquie kam ein bisschen näher an die Base trotzdem. Wo sind die Einheiten? Die sind etwas mehr auf die Mitte orientiert. Und das Minot hält sich gerade außen mit diesem Trupp recht defensiv. Also schickt Runbys raus. Giftpfeile sind gleich da. Dann werden die Kämpfe etwas schmerzhafter. Wobei erstmal Speerrunde von den Donsos. Die tun inzwischen schon auch weh in der Masse. Wenn die verfügbar sind, kann man schon mal eine Einheit raussnipen. Sonst weitere Schmiede-Upgrades folgen und natürlich die Giftpfeile für Marine Lord. Irgendeine Reliquie. Okay, Reliquie wurde jetzt von Marine Lord gerade aufgesammelt und wird dann auch verfolgt. Währenddessen der Trupp wird auch weiter gejagt. Hier und da fliegt noch ein bisschen was. Voodoo ist gezündet. Ist der. Ist das. Oh. Waren die nicht mit. Die sahen aus, als wären sie im Radius drin gewesen. Oder das. Hat er das selber gecancelt? Kann man das selber canceln? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Reliquie liegt wieder. Next Imam kommt gerade vorbei. Ach, der kriegt direkt den Nacken, weil die ganze Truppe auf den Wolf geschossen hat. Hier wird jetzt eingesammelt. Hier wird versucht zu fliehen. Ja. Dass da nicht funktioniert, hat man sich zusammenrechnen können. Da kommt noch die improvisierte. Ne, die importierte Rüstung, nicht improvisierte Rüstung. Auf beiden Seiten. Also mehr und mehr Upgrades, die da folgen. Die Donsos werfen nochmal eine Runde. Und hier gibt es aber nochmal Stress an den Gebäuden. Wenn das eine Reliquie jetzt doch in den Händen von Marine Lord. Somit 1, 3 zu 2. Milliard kommt sogar besser weg. Er hat Reliquie 2 und 3, die er gerade durch die Gegend trägt. Wenn das Nazar gegen die geweihte Stätte, die aber das Gold, die deutlich mehr Gold wert ist. Oder ja, nicht viel Gold, aber auf jeden Fall mehr Gold wert ist. 80 pro Minute zu 100 pro Minute. Hier noch eine Mini-Palisade, um den Weg zur Baugrube zu schützen. Doppelschmiede auch im Einsatz für mehr Upgrades. Also beide rüsten immer noch fleißig hoch. Wann gibt es da mal eine große Schlacht? Wir haben 37 zu 32 Bogenschützen, 24 zu 33 Donsos. Also massetechnisch hat Lucy von mehr, hauptsächlich in den Donsos. Von den Sofas sieht man nicht viel, 4 zu 4 aktuell. Kriegerspeer ist auch nur minimal. Importierte Rüstung ist abgeschlossen auf beiden Seiten jetzt. Schmiede-Upgrades kommen auch noch mit dazu. Situation Schmiede-Upgrades bisschen besser für Marine Lord. Sind sehr unterschiedlich, aber in der Gesamtmasse hat er mehr. Er hat alles schon auf Stufe 1 und Fernkampf auf Stufe 2. Also den Fernkampfschaden. Währenddessen ist es jetzt 2-0-2-0 bei Lucifer. Also er holt da Stück für Stück auf durch seine Doppelschmiede, wenn er da konstant alle Upgrades durchpusht. Und er kommt jetzt auch dem Gegner wieder näher. Die Armee ist angekommen. Die Masse ist schon da. 48 zu 42 Bogenschützen, 24 zu 35 Donsos. Da ist erstmal ein ganzer Volley Giftpfeile auf den Sofa geflogen. Der wird jetzt gleich ordentlich leiden. Aber er kriegt auch noch mehr Damage ab. Er ist weiter im Kampf mit drin. Und auf geht's in das Geprügel. Die Donsos halten sich noch einen Augenblick zurück. Die wollen natürlich die Sofas im besten Fall abwehren. Wenn möglich. Wenn es die Bogenschützen schießen will um sie. Da kommen noch
Kriegerspeer von der Rückseite, aber da kommt so Fars in Gelb. Bisschen schnelleres Reinforcement. Der Kampf läuft und der Kampf sieht richtig gut aus, gerade für Lucifer. Und er hat sich schon durch sehr viele Netten durchgearbeitet. Die Sofas kommen jetzt nochmal von der Seite an, aber die Bogenschützen machen schon sehr viel Schaden. Jetzt eine Mangel, gerade frisch gespawnt. Könnte wichtig werden, um den Kampf zu drehen. Mangel kriegt nicht direkt Ärger, wird erstmal noch zurückgezogen. Doch, jetzt kriegt sie Ärger. Das sind die Sofas von Lucifer unterwegs, wollen die Mangel rausnehmen. Wenn das die Sofas hier an der Seite versuchen, ihr möglichstes, um die Bogenschützen zu stoppen. Die möglichst ist aber nicht genug. Die Mangel verfehlt hier ihren Treffer. Bogenschützen sind jetzt noch 33 zu 25. So fast werden an der Seite zerstört. Die Mangel lebt tatsächlich noch immer dank Reparatur. Ein paar Dorfbrunnen waren jetzt zu schlagen. Die Bogenschützen ballern noch immer wild um sich und versuchen alles vom Gegner auszuschalten militärisch. Aber in der Anzahl ist Lucy von vorne. Marinot bekommt das gerade nicht in den Griff. Die Mangel macht nicht genug. Die Mangel fällt. Die Bogenschützen, die Masse ist immer noch da. 28 zu 13. Ja, dafür viel weniger. Die Donsos haben nicht viel zu melden gegen die Bogenschützen. Neue Mangel gerade frisch gespawnt. Die Mangel, wie man sieht, kriegt auch keinen Giftschaden ab. Aber die Nahkämpfer kümmern sich darum, das Ding auszuschalten. Die Mangel trifft nochmal richtig ordentlich. Aber Marinot sagt sich jetzt schon, ich habe nicht mehr genug. Sein Militär ist ziemlich zusammengeklappt. Und Lucifer weiterhin stark mit den Mali unterwegs, holt sich den nächsten Punkt. Also Lucifer weiterhin mit Mali und viel Druck, was er macht. Und Marinot, der Gute, hat der Verteidigung Dorfbrunne verloren. Und hatte trotzdem aber nicht das Militär. Sein Militär ist auch deutlich mehr zusammengefallen. Also die Mangel kam ticken spät und hat dann nicht die Treffer rausgeholt, die sie hätte machen müssen, um das nochmals zu drehen. Also er war nicht weit weg davon, das nochmal zu halten, aber es hat in dem Fall nicht gereicht und somit ein Matchball für Lucifer. Man kann schließlich nie genug Mali haben. Nochmal direkt ein Mali-Mirror obendrauf, hier auf Rocky Canyon. Mal sehen, gibt es eine Anpassung? Gut, Marion hat eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, er muss gucken, dass jetzt mal eins gewinnt. Nachdem er das erste geworfen hat, ziemlich schnell. Das zweite hat jetzt auch fehlgeschlagen und jetzt ist ein Matchball für seinen Gegner am Start. Und Lucy von bisher kam mit den Mali eigentlich ganz gut zurecht. Hat sich damit recht wohl gefühlt. Konstant Druck gemacht. Mal gucken, ob das hier einfach wieder so wird. Wir skippen ein bisschen das Early Game, weil das Early Game wird so dasselbe nochmal. Wir haben den Steinbruch unterwegs. Danach sammelt man 450 Holz für den Stall. Braucht dann noch weiteres Holz für ein weiteres Holzfällerlager. Aber der Stall hat Prio, dass man das Upgrade und weitere Speer natürlich bauen kann. In dem Fall ein Speer, ein Upgrade. Und auf der anderen Seite, ja, welche Überraschung, das ist ein Stall. Da wird ein Speer gebaut, da wird ein Upgrade erforscht. It's a miracle. Jetzt noch viel Speerbewegung tatsächlich. Bisschen getrennt davon. Es gibt noch keinen koordinierten Angriff irgendwo. Man checkt auch erstmal die Lage. Von wegen, wo ist denn seine Baugrube? Oder wo sind seine Baugruben? Weil man will ja eigentlich jetzt dann schon langsam Richtung zweite sich orientieren. Kann man da eventuell ein bisschen Stress machen. Wir haben Hortikultur auch wieder unterwegs. Das tue ich von weiteres Mal auch mit den Upgrades. Da sind wir das zusätzliche Holzfällerlager. Dass das hier mit Holz dann auch sinnvoll weitergeht. Ansonsten viel Nahrung ist erforderlich, wenn man konstant Speer durchpushen möchte. Und Dorfbewohner. Man will ja die Dorfbewohner auch nicht schlafen lassen. Sondern man möchte auch weiter Dorfbewohner in der Bauschleife drin haben. Und ja, es ist dieselbe Dynamik. Es ist Lucifer, der auf die Basis von Marinot zureitet. 6 zu 5 in den Kriegersperren. Upgrades sind da auf beiden Seiten. Und somit dasselbe Spielchen. Die Baugruppe hier ist direkt nebenan. Aktuell ein 4 zu 4. Das sieht für mich eigentlich soweit ganz okay aus in der Verteidigung. Den Dorfbewohner kriegt Lucifer nicht so schnell. Er wollte es versuchen, aber er will es auch weiterhin versuchen. Aber klar, solange die Kriegerspeer von ihm am Leben bleiben, ist es nicht so schlimm. Die regenerieren sich. Er muss halt aufpassen, dass es nicht zu tief reingeht und da eventuell einen verliert. Wenn der macht Damage auf dem Dorfbewohner, der Dorfbewohner lebt auch noch. Ja, man sieht die Anzahl an Speer steigen. Doppelseitige Breitaxt auch noch mit abgeschlossen für Lucifer. Seine zweite Baugruppe ist jetzt, oder wird gerade errichtet. Ist noch nicht aktiv. Aber ist rundum geplant. Und jetzt wartet man eben, bis der ganze Schaden wieder verschwunden ist. Dauert ja nicht allzu lange. Okay, Marinot kommt die Schubkarre. Hat zumindest dieses Mal. Doch, irgendwas hat er verloren. Ein Haus ist kaputt gegangen. War da ein Haus im Bau und das wurde abgerissen? Auf jeden Fall 25 Ressourcen sind kaputt gegangen. Das einzige, was da eigentlich drauf passt, ist das Haus. Also ein Mali-Haus, das man zerstört hat. Das waren 25 Ressourcen. Auf jeden Fall die gleiche Belagerung wieder, aber Marinot hat er genügend? Der kriegt hier einen guten Kampf und kriegt den ersten Kill. Das ist wichtig für ihn. Das macht es zahlentechnisch deutlich entspannter. Ich hab dir dann noch selber das Breitzeit, das doppelseitige Breitaxt-Upgrade. Upgrade-Namen, ey. Das macht mich wahnsinnig, manchmal. Das glaubt ihr gar nicht.
wie sehr ich mich selber dafür hasse hinterher. Wenn man es einfach nicht auf die Reihe kriegt, die Dinge vernünftig auszusprechen. Das ist schlimm. So, die Speer weiterhin aufreißen. Schubkarre dann auch noch für Lucifer wieder unterwegs. Aber er wird dieses Mal deutlich früher schon aus der Marine-Lord-Basis rausgeschoben, nachdem eben der Start nicht so gut war. Und dann kommt auch der Wechsel auf die Donsos. Also, wir bewegen uns in dem ähnlichen Maß wie die vorige Map. Aber dieses Mal hat Marine-Lord weniger Schaden abbekommen. Da warten sogar noch zwei Speer zu Hause, die er gar nicht mit in seine Armee gezogen hat. Aber nächster Krisenpunkt sind dann die Donsos, die sich damit anschließen. Dann Kriegerspeer haben wir ja die Vision. Sollte recht frühzeitig mitbekommen, dass die unterwegs sind. Man sieht auch, dass Minot selber das Abgezicht dazu holt. Also ja, er hat auch schon Pläne, Donsos mit in seine Armee zu integrieren. 15 zu 13 Kriegerspeer aktuell. Und abgetennisch holt Minot gerade auch alles auf. Da kommt die Hortikultur auch bei ihm. Die zwei Baugruben sind aktiv für beide Spieler. Und die Kriegerspeer reiten hier durch die Gegend. Masse-Tennis hat Lucifer wieder ein bisschen mehr, aber Minot hat die Defensivposition. Das heißt, seine Reinforcements sind schneller. Da kommt eine weitere Kaserne. Steht sich an einem Steinvorkommen gegenüber. Und so ist von Lucifer. Da kommen sie mit angelaufen. Und auch hier wieder. Einfach die Einheiten werden alle stumpf rübergeschickt. Parallel aber Lucifer. Er baut nicht mega viel. Man sieht seine Ressourcen. Steigern sich so langsam für die Ritterzeit. Noch ein bisschen brauchen, bis er die 1200 und... Ja, die 1200 hauptsächlich in der Nahrung ist das Wichtige. Die 600 Gold hat er fast. Und okay, Kaserne wird angegriffen. Mutiger Plan. Das Ding ist nicht so einfach zu zerstören wie ein Haus. Lucian versucht, Million einfach ein bisschen noch zu beschäftigen. Million haut seine Ressourcen alle gerade noch raus. Bei ihm wird noch nichts angesammelt gerade. Dafür seine Truppe ist selbst unterwegs. Und hier fliegen noch mal ein paar Speere von den Donsos. Die Speer, okay, schaffen es nicht nur die Palisade durch tatsächlich. Und der Trupp bewegt sich jetzt eben ran. Garnison Farimba wird gebaut. Ab geht's in die Ritterzeit. Und das sind beim Minilot sieht man eben, Gold wird so langsam jetzt in die richtige Richtung dafür gesammelt. Nahrung, man muss halt die Zeit dann quasi Nahrung sparen, einfach keine Ressourcen ausgeben. Dann kriegt man das schon zusammen. Was er hier gerade gefunden hat, ist ein guter Weg an die gegnerischen Dorfbewohner. Und die sind komplett eingeblockt. Da kommen mehrere überhaupt nicht raus. Richtig guter Fund hier gerade für Marine-Lord. Zerlegt 6-7 Dorfbewohner von 37. Das ist eine solide Quote, die er gerade kaputt gemacht hat mit dieser einen Aktion. Und eigene Verluste ist ein Kriegerspeer. Das war sehr, sehr kosteneffizient. Und das waren halt alles Dorfbewohner. Okay, die Kriegerspeer bleiben sollten sie aber nicht. Da gab es nochmal zwei Verluste mehr. Die Donsos sind gefährlich. Und killen nochmal einen mit dem Speerwurf. Ritterzeit ist da, aber das setzt Lucifer um einiges zurück. Wirtschaftlich großes Problem jetzt. Das hohe Nachteil hat. Militärisch ist jetzt noch ein bisschen besser aufgestellt, aber nicht viel. Kann die schnelleren Upgrades suchen. Da kommt auch wieder das Upgrade in die Bogenschützen, die Veteranenbogenschützen. Währenddessen seine eigenen Kriegerspeer sind auch immer noch unterwegs. Kriege aber noch kein Veteranen-Upgrade. Für Minot gleich das Geld da für seine eigene Ritterzeit. Ja, das sind der nervt hier drüben. Und der schafft es im Alleingang, das Haus abzufackeln. Versucht jetzt dann zu fliehen. Die Donsos jagen ihm hinterher. Die Kriegerspeer checken doch mal die Lage. Natürlich, man würde jetzt gerne den Schaden ausgleichen. Man weiß, der Gegner hat einen Economy-Vorteil durch die Dorfbewohner-Kills. Und wenn möglich, will man die auch haben, diese Kills. Dass das wieder in den Gleichstand rausläuft. Der erste Dorfbewohner fällt, die Dorfbewohner hier auf der Flucht. Da kommen die Donsos mit dazu. Da drüben ist eine Palisade. Also hier kommt man dann nicht wieder aus der Basis raus. Es gab einen Kill bisher. Und jetzt wird die Luft langsam etwas dünn für die Kriegerspeer von Lucifer. Hat sich da ein bisschen tief reingewagt. Wie stark wurde dafür bestraft? Oh, der Bodyblock wieder mal. Marine-Lord schiebt sich da in den Weg. Bodyblock die Hälfte der Kriegerspeer weg und die kann er problemlos eliminieren. Mit den Donsos gar kein Problem. Und die Kriegerspeer hier suchen nochmal nach einem Dorfbewohner-Kill. Und am Ende hat sich das aber nicht gelohnt, das alles für einen oder zwei Dorfbewohner-Kills, so viele Kriegerspeer zu opfern. Gegner ist jetzt ebenfalls in der Ritterzeit. Da kommt die Moschee, dass man auch an den Reliquien wieder Fortschritte macht. Also ein Game, das etwas besser läuft für Marine-Lord als das vorherige. Da kommt das Donso-Upgrade. Das dauert aber noch einen Augenblick. Donso Masse 18 zu 12. Gut, die Moschee wird dadurch nichts. Die wird erstmal abgebrochen.
Aber insgesamt, Lucifer hält sich hier echt noch. Er ist sehr aggressiv hier noch, muss man sagen. Obwohl er eigentlich nicht so viel Masse hat. Enforcements kommen erst noch. Aber der Trupp alleine ist gerade nicht so krass. Und man sieht, die Donsos gehen auch schon direkt in die Schlacht. Die Kriegespäher mischen auch ein bisschen mit. Veteranenupgrade für die Kriegespäher von Mrindot kommt noch. Das hat Lucifer gar nicht. Jetzt seine Kriegespäher könnten da so ein bisschen zurückfallen in der Stärke. Aber es dauert noch ein paar Sekunden, bis das Upgrade da ist. Es ist die Donso-Masse, die gerade die Hauptherausforderung darstellt. Donso Masso schiebt sich nach vorne gegen die Bogenschützen. Bogenschützen sind vom Giftpfeil noch weit entfernt. Jetzt sind die Kriegespäher auf Veteranenstufe. Man hat ein bisschen mehr. Die Donsos in Gelb werden weniger. Bogenschützen jetzt auch in Rot vorhanden. Also man auf beiden Seiten wird heftig gekämpft. Zahlt denn das Lucy von vorne? Aber er muss halt immer noch mit vielen seinen Einheiten die Map überqueren, was nicht ganz so einfach ist. Bogenschützen hat er gerade mehr hier am Start. Die Kriegespäher mischen aber da noch mal mit. Die Donsos in Gelb sind fast nicht mehr vorhanden. Fast nur noch Bogenschützen hier. Und ja, jetzt sind die Bogenschützen alleine. Die nächsten Reinforcements sind unterwegs. Noch mehr Bogenschützen allerdings. Er hat 26 Stück davon. 26 Bogenschützen. 3 Donsos. Also quasi nur Bogenschützen in seiner Armee. Kann das mit den Reinforcements tatsächlich halten. Aber Verluste wieder einige mit dabei. 629 militärisch gesamt. Zu viele Bogenschützen. Schon 25 Stück. Garnison baut einfach die ganze Zeit Bogenschützen. Da gibt es dann aber Stallungen, die nachgelegt werden. Ja, dessen gibt es für die Dorfbewohner gleich nochmal ein paar Schwierigkeiten. Da ist immer noch dieser 6 Dorfbewohner Vorsprung mit dabei. Und der bleibt auch erstmal erhalten. 47-41. Aber kann man nicht das gegnerische Militär kontern? Okay, jetzt fallen nochmal hier und da ein paar Dorfbewohner. Da gab es mehr Bogenschützen. Kann tatsächlich keine Speerwaffe, sondern Bogenschützen. Die Waffe der Wahl auch für Morin dort. Hat die auf Veteran auch, aber hat halt die Unterzahl. Er hat dafür die Kriegerspeer, die mitkämpfen. Die Einheiten einfach. Einer nach der anderen wird abgetauscht, viele angeschlagene Einheiten auch. Das möchte man ja, dass die Einheiten möglichst lange am Leben bleiben und damit noch mehr Schaden austeilen können. Die Masse hier wird ausgedünnt, aber auch Mrindots Masse wird ausgedünnt. Nächste Fünffachproduktion kommt. Da ist nochmal ein Donso irgendwie mit drin, in Gelb. Auch ein Donso in Rot vorhanden. Donso wird gesniped auf, ne, nur auf einer Seite momentan. Denn Lucifer versucht, die feindlichen Bogenschützen auszuschalten. Hat auch gute Erfolge, wie man sehen kann. Von den Bogenschützen ist nichts mehr da. Und dann keitet er rückwärts gegen den Rest. Wieder werden die Enforcements reingeschickt. Es wird hier nonstop gekämpft. Es sind 30 Bogenschützen inzwischen auf dem Feld. Mrindot hat hauptsächlich Kriegerspeer. Ein paar Imbarme jetzt auch gebaut. Neue Bogenschützen kamen mit dazu. Da kommt jetzt noch Fernkampfschaden 1. Dann hat er einen Upgrade-Vorteil an der Schmiede. Weil Lucifer hat keine Schmiede im Einsatz, sondern der kämpft einfach mit nackten Einheiten. Die sind, wie sie sind. Die sollen ihren Damage machen. Aber die Bogenschützen sind ein weiteres Mal fast allein. Da ist wieder mal ein Donso, der damit rumtanzt. Die Frage ist, wie lange noch. Die Kriegerspeerwaffen sich da an den Weg. Bogenschützen hat keine mehr mit dabei von Mrindot. Also die Kriegerspäher müssen das irgendwie alleine gerade managen, worin sie nicht so gut sind. Sie sind halt dann doch keine vollwertigen Reiter. Sie machen keinen Bonusschaden gegen Fernkampfeinheiten. Das macht das alles etwas schwieriger. Goldart ist gerade aufgebraucht worden. Das heißt, Mrindot muss aufpassen, wie es sich weiter finanziert. Er hat hier Schwierigkeiten. Die Hälfte seiner Economy steht gerade still. 23 untätig von den 50. Ja, der hat immer noch einen Dorfbrunnen-Vorteil, aber er muss sie halt auch nutzen können. Die Dorfbrunnen müssen weiter in die nächste Goldart. Problem ist, er muss halt die Goldart erstmal gesichert kriegen. Da stehen nämlich einige Bogenschützen im Weg. Die Bogenschützen sind alle so angeschlagen, aber er kriegt sie einfach nicht da. Okay, da kommt jetzt ein Sofar mit dazu. Bringt der die Wende. Der hält ein bisschen mehr aus. Hat seine 4er Rüstung. Ist damit größeres Problem für die Bogenschützen. Parallel, beide schnappen sich Reliquien. Beide haben 2 momentan. Eine liegt noch und die liegt etwas besser für Mrindot, bis er ist da schon in der Gegend. Irgendwo wurde noch ein Wodelu verwendet, nämlich hier, um die Bogenschützen irgendwie wegzuhalten. Hat nicht funktioniert. Aber die Reliquie liegt jetzt näher dran an Mrindot. Und Mrindot schafft es tatsächlich, Lucifer aus seiner Base mal rauszuscheuchen. Es braucht sehr viel Aufwand, es braucht sehr viel. Am Ende 7.000 zu 7.000 Resources lost. Also Resources zerstört. Die Bogenschützen immer noch. Lucifer baut einfach hauptsächlich Bogenschützen. Jetzt wieder ein paar Donsos, die er mit einstellt. Da merkt gegen die Donsos, gegen die Sofas, braucht er dann doch Donsos mit dazu. Mit nur Bogenschützen ist das sehr, sehr schwierig. Giftpfeile hatten wir jetzt noch nicht, weil das Gold. Weil jetzt ist das Gold inzwischen da. Reliquie hier wurde gesichert, bevor der gegnerische Imam ankommt. Und da kommen die Giftpfeile. Zu dem Veteranen-Sofas und die importierte Rüstung, die sehr, sehr wichtig ist. Die letzte Reliquie liegt noch, aber die sollte für Mrindot eigentlich keine Herausforderung sein. Dafür geht es mit geweihten Städten in die nächste Phase. Mehr Einheiten betreten das Feld. Wir haben unterschiedliche Armeen jetzt auch, denn die Produktion an Sofas nimmt Fahrt auf für Mrindot. Wenn das ein Lucifer, wem ist es noch sehr viel Infanterie, die da hat, sehr viele Bogenschützen. Gott, viele Rinde, die gerade abgestellt wurden, dass die Nahrungsversorgung läuft. Erstmal alle umkloppen, dass man hier sammeln kann.
Und da werden dann weitere mit rein produziert. So, die Upgrades sind kurz vor Fertigstellung. Dann ist die Upgrade-Situation wieder ganz, ganz anders. Es ist sehr interessant, dass Lucy von Nuff von überhaupt keine Schmiede am Start hat. Also wirklich gar nicht. Doch, er hat, okay, er hat jetzt eine. Aber er ist halt abgetendet, wie man sieht. Es sind bei 2-1-1-1 zu alles auf 0. Also, das ist schon mal ein Unterschied in den Upgrades. Der Geweihtestadt in der Mitte. Der Imam bekommt den ersten Angriff zu spüren. Da fliegen ein paar Speere hinterher. Sofar lebt aber noch. Giftpfeile sind jetzt online. Als nächstes Fernkampfrüstung kommt. Wirtschaftlich 58-54, also zahlentechnisch. Lucian hat den Vorsprung nicht, er kann ihn nicht wirklich aufholen, außer er baut ein weiteres Dorfzentrum. Das ist auch erstmal ein Investment, das man machen muss, um näher an den Gegner ranzukommen. Ist ja dieser kleine Vorsprung für mich, wird bestehen bleiben. Die Sofas, da regnet es die Giftpfeile. Sofar 1 ist down. Das, wie sich der Schaden stapelt einfach. So, geweihte Stätte jetzt. Ein 1:1, die in der Mitte ist noch frei verfügbar. Keine Giftpfeile bei Morino. Er kann wieder einen weiteren Kampf hier halten. Er kämpft gegen Giftpfeile, hat selber keine. Was er hat, ist die Masse an Sofas. Da sind wir bei 13 Stück. Da sind aber auch Donzos mit drin, die den Kampf drehen wollen. Die Donzos müssen zuerst weg. Die Bogenschützen versuchen ihr Bestes. Giftpfeile werden auch mit ausgeteilt. Lucifer will es jetzt hier tatsächlich wissen. Will sich hier durchkämpfen. Kann sich Minot hier halten. Seine Sofas momentan werden ignoriert. Die Bogenschützen schießen auf die feindlichen Bogenschützen. Also die Sofas währenddessen können kämpfen, aber kämpfen halt immer noch gegen Donzos und haben damit Schwierigkeiten, wie man sehen kann. Von den Donzos ist aber nicht mehr so viel übrig. Da kommen neue Reinforcements nach für beide Spiele. Die Economy läuft immer noch. Zahlentechnisch ist Lucy von da vorne mit 47 zu 25 Militär, aber seine Bogenschützen sind fast komplett alleine hier vorne. Und dann wird das problematisch. Er braucht halt Zeit, bis sein Reinforcement zu. Man sieht, da ist einiges Reinforcement unterwegs, was über die Map läuft, aber es ist halt nicht da. Und damit kann Molina tatsächlich über den Verteidiger-Advantage, kann er diesen Kampf hier erstmal gewinnen und seinen Gegner nochmal zurückschieben. Und die Schmiede-Upgrades haben auch noch ein gutes Stück geholfen, kann man da sagen. Aber das Problem ist noch nicht ausgesessen. Lucy von mit den Reinforcements macht sofort weiter Druck und natürlich mehr Einheiten sollen danach kommen. Weitere Wellen werden rübergeschickt. Währenddessen wird die geweihte Stätte wird nicht geblockt, weil da steht noch ein Imam in Rot drauf. Mehr Produktionsgebäude auch für Marine Nord. Und hat das erstmal gehalten. 17 zu 17 Bogenschützen, 7 Sofas zu 9. 6 Donzos zu 0. Also Lucy von zahlentechnisch immer noch überlegen. Aber muss es halt erstmal sammeln können. Bisher muss es erst über die Karte bringen. Das dem bisher am meisten Probleme bereitet gerade. Das bisschen, es fehlt ein bisschen was. Und jetzt kommen die Giftpfeile für Marine dort mit dazu. Draußen wird die nächste Goldader leer gesammelt. Und wir haben 2 geweihte Stätten zu einer. Dafür 3 Reliquien zu 2. Also kleiner Goldvorsprung da für Lucy von am Ende. Wirtschaftsupgrades sind alle auf Stufe 1. Okay, da kommt Stufe 2 für den Bergbauer. Aber. Und da kommt jetzt erst die importierte Rüstung für die Sofas von Merlino. Das hatte das bisher gar nicht. Die Zusatzrüstung auf seinen Sofas. Ja, aber der nächste Run kommt Lucy von. Er lässt da einfach nicht locker. Giftpfeile dauern noch. Es sind noch 40 Sekunden, denen man jetzt nicht unbedingt kämpfen möchte. Aber solange es sich vermeiden lässt, wäre das schön. Aber Lucy von will ihm da keine Wahl lassen. Bei ihm kommt das nächste Fernkampfschaden. Fernkampfrüstungsupgrade. Dass die Bogenschützen. Die Bogenschützen rot machen momentan nicht so viel. Es wird besser, wenn Gift mit dazu kommt. Und Gift kommt in Kürze mit dazu. Aktuell, wie sieht es aus mit den Frontlinien? 10 Sofas zu 10, 7 Donzos zu 8. Aber nach wie vor, die Reinforcement-Wege sind länger für Lucy von. Weiteres Mal ist, glaube ich, wirklich das Reinforcement das Problem für ihn. Er kommt da wieder nicht durch, wird wieder angerannt, muss wieder rückwärts kiten. Und er kitet jetzt gleich gegen Giftpfeile und nicht nur mit Giftpfeilen. Die Sofas von ihm stürzen sich dann nochmal in die Schlacht. Man sieht, Bogenschützen-Tendisch hat sich auch angeglichen. Und hier sieht es für Marino besser und besser aus. Er arbeitet sich die ganze Zeit noch. Die gegnerischen Sofasen kommen noch vorhanden. Die Bogenschützen kriegen jetzt Probleme. Ja, und Marino hält das ein weiteres Mal. Dieses Mal kommt Lucy von nicht durch. Die Sofas werden auch noch rausgenommen. Da ist fast nichts mehr übrig. Wir haben noch 3 Sofas zu 8. Also Lucy von hat einen Großteil davon verloren. Weitere Schmiede-Upgrades werden da gezogen. Aber Marino treibt den Gegner raus aus seiner Base. Den Berg runter und kann ihn sogar noch ein bisschen verfolgen. Hat das dieses Mal echt gehalten. Der Wirtschaftsunterschied hat ihm da auch ein bisschen auch geholfen. Und verteidigt hauptsächlich Verteidigungsadvantage. Hat wirklich die deutlich kürzeren Reinforcement-Wege. Wie viel von Lucy von immer auf der Map unterwegs war. Aber es kam halt nie rechtzeitig an, wo es gebraucht wurde. War immer ein Tick zu spät. Aber gibt das so einfach nicht auf. Die Möglichkeiten von beiden sind noch sehr, sehr ausgeglichen. Wir sind immer noch mit diesem kleinen Dorfbrunnen Vorsprung. Aber der ist jetzt nicht so signifikant. Wenn das mal um die geweihte Stätte wird gekämpft.
Mehr Donsos jetzt mit drin, 21 Donsos zu 13. Also viel Schaden gegen die ganze Kavallerie, gegen die ganzen Sofas, die der Gegner noch haben sollte. Und da ist auch der Imam, der noch ein bisschen mitheilt. Hier der Bogenschütze ist ein bisschen weiter vorne gelaufen und es zümmelt sich die nächste Schlacht. Die Donsos werden runtergefokust, so gut es geht. Gefeile, gut, da werden wieder Bogenschützen gefokust. Das ist Lucifer, fokust weiter mal die Bogenschützen. Jetzt geht's auf die Donsos, aber er hat selber wieder mal Frontlinienprobleme. Seine Bogenschützen kriegen Schwierigkeiten mit den Sofas von Marine Lord und der pusht Lucifer gerade ein weiteres Mal rückwärts. Ein weiterer Kampf, der gut genug hier für Marine Lord läuft, aber die Enforcements sind jetzt etwas schneller. Also jetzt sind die Enforcements eh nicht schnell da für beide Spieler. Es ist umso schwieriger, den Kampf in eine Richtung zu schieben. Der Imam stirbt, die Donsos werden gefokust. Bogenschützen werden weniger. 26 zu 19 Bogenschützen. Die drei Sofas müssen aufpassen, weil auch da sind Giftpfeile vorhanden. Und so eine Salve tut weh. Der Sofa wird wahrscheinlich wegsterben. Ja. Er hatte noch Hitpoints, aber dann ging alles dahin. Beide bauen weiter nach. Wobei, Marinot hat einiges an Nahrung auf Vorrat. Fast 1000 Nahrung angesammelt. Zudem auch ein bisschen was an Gold und auch ein gut was an Holz. Lucifer pumpt einfach alles raus, also da fleißig im Ausgeben. Hier gibt es noch keine Baugrube, sondern einfach eine vorbereitete. Dafür gab es hier eine Palisade, um den Weg zuzumachen, dass man da Ruhe hat. Gut, wir haben ja drei Baugruben bereits im Einsatz. Aber ihr könnt ja eigentlich auch eine vierte bauen. Wir sind ja an der Ritterzeit. Bei Lucifer ist es hier die 1, die 2. Dann hatte ich hier noch die 3. Okay, da auch komplett Palisade drumherum. Und das Ding zäunt da direkt ein, also nicht mal irgendwie Flächenpalisade, sondern einfach die Baugruppe selber soll umzäunt werden. Hier wieder einige Rinder am Start, dass man weiter Nahrung sammelt. Nächstes Set Bogenschützen wurde gebaut. Und da die Sofas starten einen Counterattack, die Economy von Lucifer kann wieder mal leiden. Er ist in der Mitte nämlich versammelt und damit weit, weit weg von der Position. Die Dorfbewohner wissen auch gerade gar nicht, wo sie hinlaufen sollen. Sie laufen der Armee entgegen, das ist der schnellste Weg, um sich selbst zu retten. Tatsächlich, es passiert kein weiterer Kill. Sie kommen rechtzeitig weg, die Sofas drehen auch schon ab. Währenddessen der Wald ist fast komplett verschwunden. Damit ist die Palisade da auch durchlässig. Weiteres Vieh wird herangebaut. Und die Armeen wachsen immer noch. Mehr Bogenschützen auf beiden Seiten. Mehr Giftpfeile, die es da regnen kann. Dorfbewohner werden ein bisschen ihre Arbeit unterbrochen. Das Holz fehlt für eine gewisse Zeit lang immer noch. Und mit diesem kleinen Ressourcenpuffer, den er hat. Den hat er nach wie vor. Seine Schmiedupgrades werden auch wieder noch ein bisschen erhöht. Aber da ist es inzwischen sehr ähnlich, wie man sieht. Da ist ein Rüstungunterschied, ein ja, Nahkampfrüstungsupgrade-Unterschied. Da kommt aber jetzt Fernkampf 2, dass sich Minion mit dazu holt und die nächste Schlacht beginnt. Minion mit ein bisschen mehr Masse. 8 Dorfbewohner mehr jetzt auch, ein bisschen was davon untätig. Und Giftpfeile fliegen. Rückzug gegen Giftpfeile ist immer ein bisschen schwierig. Ist immer etwas ungemütlich. Wenn der Gegner auch Giftpfeile hat, man versucht davon wegzulaufen. Man sieht, dass das kostet immer wieder ein paar Einheiten. Währenddessen gibt es auch hier wieder einen Parallelangriff, nämlich ein Sofa dieses Mal nur. Aber der sorgt für genügend Ärger hier in den Dorfbewohnern und zieht auch ein paar Reinforcement-Einheiten, wie man sieht. Das heißt, dieser Kampf ist für mich ein bisschen besser und pusht Lucifer jetzt tatsächlich zurück bis in seine eigene Basis. Aber jetzt hat Lucifer hier die ganze Reinforcement, was da wellenweise Reinforcement rauskommt. Die Produktionsmasse. Marine jetzt aber mit einer Belagerungswerkstatt und baut einmal eine Mange mit dazu, um einen kurzen Prozess mit den Bogenschützen des Gegners zu machen. Im besten Fall, wenn alles glatt läuft, zudem versucht er die Geweih der Schette einzunehmen. Das könnte aber noch sich als problematisch herausstellen, denn da ist die gegnerische Armee wieder. Da wird wieder drum gekämpft um dieselbe Position. Bogenschützenmasse 37 zu 41. Donsos 28. Erst die Zahlen sind sehr ähnlich. Was Lucifer von Wert sind so far? 27 zu 22. Die Mange ist jetzt aber mit dabei. Was kann die Mange bewirken? Auch die Donsos müssen ein bisschen drauf aufpassen. Wenn die von der Mange Wasser kriegen, das tut schon auch ordentlich weh. Hier wird noch ein Sofa rausgeschickt, aber der findet eine eingezäunte Goldader. Wobei die Goldader ist selbst fast weg. Die Gold ist da, glaube ich, nicht mehr mit drauf. Dem Anschein nach, weil dann zieht es an der Animation. Das ist nicht viel Gold. Ich kann es hier leider gar nicht. Manchmal kann man das anklicken, die Goldader. Manchmal kriegt man nur die Baugrube. Bin mir nicht ganz sicher, nach welchem Grundsystem das funktioniert. Aber gut, da kommt der Charge. Die Mange braucht noch ein bisschen. Da kommen die Sofas. Wenn die Sofas da runterkommen, die Mange dann in der Gegend ist. Sieht sehr, sehr gruselig aus. Wir nähern uns tatsächlich den 200 Bevölkerung für beide Spiele. Es sind bei 192 zu 186. Dann die Dorfbewohner, ja, laufen gerade weg. Die Goldader ist erfolgreich. Der hat ja das beste Timing ever. Gerade als das Ding leer wurde. Dorfbewohner kommen gerade alle vorbei. Und der kloppt einfach mal auf alles drauf, was in Reichweite ist. Schafft aber am Ende killtechnisch einen einzigen. Wird das aber dann auch nicht überleben. Der Ball von Milot bewegt sich ein bisschen zur Seite. Checkt ein bisschen die Seitenlage.
Weiteres Gold gibt es natürlich hier, dass man sich sichern möchte. Die beiden sind immer noch so goldhungrig. Aber wir haben jetzt 200 Bevölkerung. Und hat jetzt sogar schon das Geld für Imperialzeit. Er hat schon genügend Kohle für ein Wahrzeichen. 2700, 1700. Also er könnte das bauen, wenn er wollte. Hat sie jetzt hier auch noch Palisaden gestellt. Ja, das sieht man es auch. Da ist gerade noch das Symbol losgegangen. Da kommt die Festung der Jägerin, um sich der Mitte zu sichern, bzw. der Mitte festzusetzen. Gerade an der geweihten Stätte. Das ist das Marino, der tatsächlich schneller bei der Imperialzeit ist. Militärisch massiv. 108, 114. Zwischen Rotten mit drin für Lucifer. Mangel nur am Start für Marine dort. Und man sieht Wirtschaft 86 zu 79. Alles von einem einzigen Dorfzentrum. Und natürlich die Passivressourcen, die man hier und da noch hat. Über das Gold. Auch über die Reliquien. Über die geweihten Städten. Da werden jetzt trotzdem noch Bärensträucher leer gesaugt. Weil man einfach mehr Nahrung braucht. Gerade, ja, um das Wahrzeichen zu bauen. Und die Festung der Jägerin kommt auch bei Lucifer. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo er das Ding baut. Okay, hier an seine. Er baut das an seine Goldader. Ja gut, die Goldader ist dann gesichert, aber. Es flächentechnisch ist es halt viel weiter abseits als das Ding von Marino. Das steht halt sehr zentral. Und der Nightre Belagungsorgschaft, man sieht, Upgrade-Paket kommt. In dem Fall für die schnellere Reparatur. Düngungsstufe 2 noch. Elite-Upgrades kommen rundherum. Also beide investieren jetzt noch eine Minute. Gold ausgeben, leicht gemacht. Wobei Midiot hat auch schon ein bisschen Ressourcenpuffer. Gibt es hier die entscheidende Schlacht. Und die Einheiten, ja, kommen sich da sehr, sehr nahe. Weil ich warten ja beide noch auf Upgrades. Wobei hier auch die Dorf von ein bisschen in Gefahr. Bogenschützenmasse 51 zu 48. 34 zu 22 so fast, aber dafür sehr viele Donsos mit drin. 35 zu 31 Donsos. Mal sehen, wie viel Spaß die so fast in dieser Schlacht haben. Die Roten setzen. Oh Gott, die Mange trifft allerdings. Die Mangen treffen hier mit richtig ordentlichem Hit in die Einheiten. Man sieht, es hat auch einiges erledigt. Auch wenn es die Mange gekostet hat, der Damage war da. Und die Elite-Upgrades kommen jetzt halt auch gleich. Oh, die Mange wird gejagt, wird verfolgt, wird gesucht, wird gefunden. Mange ist eliminiert. Einheiten sind aber trotzdem ziemlich angeschlagen von Lucifer. Und jetzt kommt gleich der Bug für das Gegner mit ins Spiel. Die Festung der Jägerin kann gleich mitkämpfen, bis er kämpft jetzt auch gerade mit. Dann will man wirklich gegen das bisschen Zusatzschaden kämpfen. Momentan nicht. Lucifer versucht da rauszukiten aus dem Radius. Aber er hat jetzt halt gerade Elite-Upgrades gegen sich, die er selber noch gar nicht besitzt. Also er trifft gerade den richtigen, dieses Timing erstmal für sich, bis seine eigenen Elite-Upgrades kommen. Jetzt ist es auf den Bogenschützen auch mit drauf. Also es wird jetzt besser. Aber die Donsos, denen fehlt das noch. Die Donsos in Rot hatten das noch. Und dann die Sofas, die haben es auf beiden Seiten noch nicht, das abgeht. Die Rotten, ein bisschen die Rotten jetzt gegen die Feldstange. Die Feldstange teilt aus, snipt die erste Runde, die zweite bleibt am Leben. Die Schlacht hier um alle Einheiten. Das ganze Militär wird ausgedünnt. Es war mal über 100, es sind noch die Hälfte davon übrig. Und da wird schon nachgebaut. Aber am Ende ist selbst dann nicht genügend für Lucifer da. Also er kann nicht viel weiter als die Festung der Jägerin pushen. Und nicht mal das schafft er sich. Am Ende ist es mit ihm dort, der den Kampf nochmal drehen kann. Jetzt versucht den Rückzug des Gegners noch ein paar Einheiten wegzusnacken. Ressourcen. Und Mulinot hat noch Ressourcen, dass ich Lucifer sinke, der deutlich knapper dasteht mit seinem Geld. Hat da kaum Nahrung momentan. 37 Dorfbewohner beim Einsatz dafür. Okay, da kommen weitere Bogenschützen angelaufen. Wieder mal der Rückzug. Da wurden nochmal Steine gesammelt. Und das 1800 Steine sind da. Also Mulinot kann jetzt mit einem Bergfried sich vorhangeln, wenn er wollte. Und genau das hat er auch vor. Hangelt sich voran mit einem Bergfried. Hier soll es nämlich eine weitere Goldader geben. Eine weitere wichtige Goldader. Die ist bereits komplett leer gesaugt. Bei Familie sieht es nicht viel besser aus. Es frisst sich auch durch seine ganzen Goldadern durch. In ziemlich hohem Tempo. Und dann, das war es dann auch mit Goldadern. Das ist die letzte Goldader, die ich gerade so aktiv sehe. Ja, und hier wird der Bergfried hochgezogen. Das könnte gleich etwas ungemütlich werden. Der Kampf wird wieder an den Bergfried verlagert. Bergfried ist noch nicht fertiggestellt. Die Dorfbrunnen werden noch ein bisschen Ärger kriegen. Es sind viele Dorfbrunnen im Einsatz. Das heißt, der Wirtschaftsvorsprung von Milan wird da jetzt ein bisschen schrumpfen. Die Dorfbrunnen leiden, um diesen Bergfried fertigzustellen. Schaffen sie es, den fertigzustellen. Die Dorfbrunnen werden immer weniger. Die haben ihr TP-Upgrade. Aber trotzdem, Dorfbrunnen sind kaum noch da. Die Dorf, dafür die Bogenschützen auch mega committed in diesem Kampf. Und am Ende der Bergfried, es, oh Gott, da lebt noch hinten ein Dorfbewohner. Zwei. Der hier lebt noch, der wird vom Gift gleich dahin gerafft. Der hinten. Ein Hero-Dorfbrunnen hinten lebt. Und hat gerade, oder baut gerade diesen Bergfried fertig. Und damit ist die Position abgesichert. Das heißt, die Dorfbrunnen hier können nicht mehr Gold sammeln. Das ist eine Katastrophe für Lucifer. Er hat so viel da reingeworfen, seine Bogenschützenposition gebracht, um die Dorfbrunnen zu sein. Am Ende dieser eine, der hat das geschafft, das Projekt fertigzustellen. Jetzt, man sieht, der Bergfried lässt es einfach regnen auf die Dorfbrunnen. Gelb, die haben schon gar keinen Bock mehr, das Gold zu sammeln. Und selbst dann, die Schlacht hier für Lucifer läuft nicht mehr gut genug. Hat sehr viele Bogenschützen geopfert beim Versuch, die Dorfbrunnen loszuwerden. Das hat am Ende nicht ganz gereicht. Und jetzt wird ihm halt eine komplette Goldader weggespart. Alternativplan, Zeit für die Handelsroute. Wir brauchen mehr Gold mit irgendwelchen Mitteln. Da muss mehr Gold rangeschafft werden.
wird wieder rückwärts gekitet. Da kommt noch das Biologie-Upgrade für die ganzen Sofas, dass man mehr Hitpoints hat. Schmied-Upgrades bemüht werden auch immer noch besser, geht auf Stufe 3. Zeug, das sich Lucifer gerade nicht wirklich leisten kann. Also man merkt gerade, dass es Minotaur besser und besser geht. Was Minotaur das Problem hat, ist Nahrung. Seine Nahrungsversorgung ist ziemlich minimal. Mit wenigen Dorfbewohnern. Da werden jetzt welche zurückgeschickt. Jetzt einiges an Holz, was er sammelt. Somit stockt auch seine Einheitenproduktion ein bisschen, dadurch, dass da keine Nahrung da ist. Ja, Marktplätze wurden gebaut, wird Zeit in Hände zu investieren. Aber was für ein Game. Okay, Zielmarktplatz hier unten. Hier ist ja der Handelsposten. Gleich mal vollladen und dann haben wir 150 Gold. Außenposten sind, glaube ich, noch keine mit zwischendrin. Zoll Außenposten, da gibt es stattdessen Gegnerbesuch. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man haben möchte. Da kommen noch die 10 Scheunen für Morin dort. Also er schnappt sich alles Mögliche an Upgrades. Und die Hansude kommt am Bergfried vorbei, aber nicht nah genug, dass es da Probleme gibt. Er sieht das auch nicht, hat nicht die Vision bis da hoch. Aber es wird die Basis immer noch bedrängt. Bogenschützenanzahl 30 zu 46. Und wie man jetzt auch sieht, da sind ein paar weitere schöne Einheiten drin. Musofwadi-Kanoniere haben sich mit in die Armee mit eingemischt. Teilen nochmal weiteren Damage mit aus. Lucifer hat Schwierigkeiten, sich hier zu halten in diesem Kampf. Dorfbanden leiden da auch wieder ein paar. 84 zu 85 wirtschaftlich. Oh, nein, die Händler laufen gerade durch den Kampf durch. Und okay, bevor es dazu... Okay, es kommt zu den ersten Verlusten. Aber da sagt Lucifer auch, nee, das kann er nicht halten. Minot macht den Anschlusstreffer. Weiteres Mali-Mirror. Da hatten wir einen kleinen, aber wichtigen Economy-Unterschied. Eben dieser Damage von 37 auf 30 Dorfbewohner runter. Er hat sich lange gehalten und Minot eben dann die ganze Zeit mit ein bisschen besserer Economy. Die Kämpfe dann eben mit dem Verteidigungsbonus und dann Imperialzeit dann die Wege dicht gemacht mit dem Bergfried. Aber es hat sehr viel Arbeit gebraucht, die Lucifer zu knacken. Es war alles andere als einfach und natürlich die Serie läuft noch weiter. Golden Heights, unsere nächste Karte, und wir haben kein Mali hier mit drin. Wir haben Osmanen gegen Chinesen als Matchup und beide bauen sich da auch schon einen Hafen auf und eine Kasane gleich noch mit dazu für Marine dort. Hat der Hafen das eingebaut in die Hinterstärke von Lucifron. Ja, kein Mali. Ich weiß nicht, ob es... Also normal ist, Mali sollte nicht gebannt sein auf der Karte, soweit ich das auf dem Schirm habe. Golden Heights, Engländer, Mongolen, Delhi und Rus sind gebannt. Also ne, Mali ist nicht gebannt, aber in dem Fall nicht so stark auf der Map. Hybridkarten hier im Einsatz. Und da gerade die Chinesen hier für Lucifron. Will er sich dann die Economy einfach draus aufbauen? Ansonsten passiert hier gerade nicht viel. Der Hauptärger ist am Hafen. Und der Hafen hat halt ja wenig, was ihn schützt. Dorfbewohner kann auch die Palisade einfach umarbeiten. Und Baumfällen. Dann gibt es die Backup-Palisade. Ne, stattdessen wird draufgehalten auf die Palisade. Okay, nimmt den direkteren Weg. Fackeln und angreifen. Ich weiß, es gibt ja schon die zweite Phase Palisade. Okay, da kommt der Weg drumherum. Dann muss man sich das alles gar nicht geben, sondern man lädt einfach aus. Kaiserliche Akademie ist unterwegs. Wird auch dieses Mal deutlich schneller hochgebaut als mit nur einem Dorfbewohner, weil die Zeit ein bisschen drängt, um das hier in den Griff zu kriegen. Ja, wir werden jetzt auch sogar alle, also sämtliche Dorfbewohner hier rangeworfen. Wie man sieht, 10 Dorfbewohner, die Kaiserliche Akademie bauen. Das sieht man selten, dass da so viele Leute dahinter stehen. Aber Plan ist es natürlich, den Hafen am Leben zu halten, indem man hier ein kampffähiges Schiff baut. Dorfbewohner versucht noch zu reparieren, wird aber niedergepiekst. Viel Platz ist hier nicht und dann kommt die Chunke in 15 Sekunden. Wie viel Schaden nimmt der Hafen noch bis denn? Man kann auch die Einheit ein bisschen aufteilen, dass der Chunken-Damage nicht ganz so schlimm ist. Aber reicht das dann, um den Hafen zu zerstören? Wird ein bisschen nachjustiert mit den Einheiten. Genau, was man hier sieht, um weiter angreifen zu können. Ja, der Hafen verliert Stück für Stück immer noch Hitpoints. Kein Dorfbewohner mehr da, um ihn zu retten. Das heißt, sobald das Ding mal brennt, ist es eh dem Untergang geweiht. Und das sollte reichen, um den zum Brennen zu bringen. Ja, Hafen brennt. Da wird noch eine weitere Chunke gebaut. Also man kann den Gegner dann auf Wasser noch ein bisschen jagen, weil hier kampfmäßig nichts da ist. Aber der Hafen wird es nicht schaffen. Der Hafen hat noch 80 Hitpoints. Oh, kommt da... Oh, gerade so. Es kommt gerade so die zweite Chunke raus. Hinten die Palisade wurde auch aufgegeben. Das war ja eine Palisade gebaut von Lucifron. Er hat dann Dorfbewohner rübergeschickt, aber der kommt ein bisschen spät für das ganze Projekt. Er kann den Hafen wieder aufbauen. Jetzt sind da zwei Chunken gegen nichts. Also Minot hat momentan keine Gegenwehr. Ihm fehlt noch das Gold für ein Wahrzeichen. Nicht viel Gold, aber es fehlt Gold. Wenn das nicht hier wird, immer eine Wache gehalten, dass der Dorfbewohner da nicht den Hafen nachsetzen kann. So, das hat er soweit auf dem Schirm und dann erwarten wir das Wahrzeichen. Die Zwillingsminarett wird gebaut.
Währenddessen haben wir hier ein bisschen einfach Schuss auf alles, was erreichbar ist. Dorfbrunne wurde jetzt auch gefunden. Neuer Hafen wird erstmal nichts. Währenddessen Kaiserliche Akademie sorgt für mehr Steuergold. Dorfbrunne wurde erfolgreich zerstochen. 25 zu 27 in der Economy. Der Hafen kriegt zwar ein bisschen Ärger, aber dem ist das relativ egal. Die Frage ist eben, wie kriegt man die Schunken im Griff? Wobei mit einem einzigen Hulk sollte das eigentlich zu managen sein. Das ist das stärkere Schiff und der Gegner hat jetzt keine Möglichkeiten, Brander zu bauen. Oder eine Sprengstoff-Junkie in dem Fall. Okay, da wird das Wildschwein kurz geaggroht. Hoffen, dass es den Gegner dann angreift. Aber nein, Wildschwein ist nicht daran interessiert gewesen. Was gerade dazu kam, war das Sperrkämpfer-Upgrade. Dass die Bogenschützen haben es nicht mehr ganz so einfach. Zumal man sich auch im Wald verstecken könnte. Da ist kein Späher mit dabei. Und Minot hat selber den Meteor schon mit drin. Kann den auch auf Fernkampfrüstung stellen, theoretisch. Okay, da kommen neue Dorfbewohner angelaufen. Also ein weiteres Mal der Versuch. Der Versuch des Hafens, unterstützt von Bogenschützen. Währenddessen Hulk ist da. Da gibt es noch ein bisschen Reparatur mit den Fischerbooten. Da kommen jetzt das Fischerboot, oder die Fischerboote kommen auch noch mit dazu. Ein bisschen die Lage gecheckt. Die Reparatur ist immer noch genug momentan. Und die Fischerboote in Rot werden gerade Stück für Stück versenkt. Bogenschützen sorgen für Ärger. Was machen die Dorfbewohner? Die laufen außen rum. Die wollen hier hinten rein wieder den Hafen bauen. Was für ein Durcheinander das hier gibt an diesem Gewässer. Die Bogenschützen leiden mehr und mehr. Versuchen sich da rückwärts zu kiten. Währenddessen der Hulk, ja, muss jetzt überlegen, wo er als nächstes rangeht. Kein weiteres Kampfschiff unterwegs. Der Hulk kann aber die Dorfbrunnen hier dran hindern, den Hafen fertigzustellen. Wobei, nicht schnell genug, wie man sieht. Drei Dorfbrunnen bauen zu schnell. Der Hulk schafft das nicht. Und dann gibt es die Sprengstoffzunge. Also das Ding kann sich doch wieder drehen. Die Bogenschützen währenddessen haben aber ihr Leben verloren. Es sind noch ein paar Einheiten übrig. Palisade wird geschlossen. Der Hulk macht Dorfbewohner Kills. Aber dann kommt ja einmal, puff, Hulk ist weg. Hier als nächstes neuer Hulk. Ne, das ist ein Dau im Bau. Und dann ein Brander mit dazu. Der Hafenreparatur hilft auch ein bisschen aus. Tatsächlich marine Schießscharten wären vielleicht mal eine Option. Man kann den Hafen auch wieder versuchen, zu Land anzugreifen. Wie da gerade los ist. Das erste kleine Wäldchen ist gleich weg. Hier ist es ähnlich. Da wurden Steine gesammelt für ein Dorfzentrum bei Lucy, von der hat noch nicht das Holz dafür. Er hat auch noch keine Barbakane, also Song-Dynastie hat er auch keine. Palisade wird gehalten, es hat aber noch den einen Dorfbunder gekostet. Und jetzt haben wir hier die Kriegsschunke mit dem Einsatz. Also für Marino sieht es jetzt schlecht aus. Sein Dau ist auch nicht am Leben geblieben. Er hat jetzt noch Landeinheiten, die er verwenden kann. Aber zu See hat er jetzt zunehmend Schwierigkeiten. Er ist jetzt zwar ein Hulk da, aber ja, der Hulk ist halt auch in der Unterzahl, weil man schafft es mal eine Junket zu stören. Da kommt diesmal keine Reparatur mehr dazu. Und hier ist jetzt die Hafenreparatur mit dem Einsatz. Beide bauen einen Brand damit oben drauf. Also da wird einfach viel Geld versenkt, aber nicht unbedingt viel Geld gesammelt. Oh, die Explosion war nicht nah genug. Der Damage war nicht krass genug. Die kriegt schon gelebt und jetzt kriegt der Hulk die Schwierigkeiten. Versucht wegzuschippern, aber da ist es mehr Kuschelkurs, dass der Damage auch sitzt, dass das Ding auch versenkt wird. Und hier gibt es Angriff auf die Dorfbewohner, die da immer noch Holz sammeln. 600 Holz ist aber da für Lucy, wenn er kann ein Dorfzentrum bauen, wenn er wollte. Ist aber aktuell nicht sein Interesse, weil er braucht jetzt erstmal ein paar Einheiten. Er kriegt nicht etwas Stress in der Position, wenn das nicht. Hier gibt es einen Stall mit dazu. Hinten gibt es nochmal ein Dau, das sich versucht zu wehren, aber das nicht viel macht. Dann, okay, hier kommt nochmal ein Brander oben drauf. Der versucht jetzt an die Nee, der schafft es wieder nicht. Also die Sprengstoffschiffe von Milord schaffen gerade nicht so viel dafür. Der Landtrupp schafft einiges. Blockiert dann weiteres Mal das Holz sammeln. Aktuell Holz 220. 39 zu 36 in der Economy gesamt. Und für Lucifer, ja, sammelt jetzt halt nur noch Nahrung. Sammelt gerade kein weiteres Holz. Auch kein Gold. Es läuft alles gerade nicht ganz so geil. Das macht auch das Bootebau natürlich etwas schwieriger, wenn man kein weiteres Holz hat. Neuer Hulk ist jetzt da gegen die Junke und Kriegsjunke. Die Einheiten werden jetzt verscheucht. Und dann kann man endlich wieder Holz sammeln. Wird dringend benötigt, um weitere Schiffe zu bauen. Parallel. Oh, der Speer fehlt fast sein Leben gegen die Dorfbewohner, die jetzt hier sammeln. Aber stattdessen die Dorfbewohner laufen dem jetzt dumm hinterher. Wobei, er läuft auch nicht komplett weg. Das heißt, der wird tatsächlich erlegt. Und hier der Hafen aber wird Stück für Stück zerstört. Das hat so viel Geld gekostet.
dieses ganze Hafengedöns. Aber immerhin, Lucifer sammelt noch. Hat 6 Fischerboote hier im Einsatz. Den Hafen kann er zerstören. Was macht mir das aus der Situation? Ist immer noch Matchball für Lucifer. Die Lage haben wir nach wie vor. Es gibt hier eine Militärschule, die ein paar Einheiten ranwirft. Und hier nach wie vor, die Steine wurden nicht verwendet für ein weiteres Dorfzentrum. Uns erstmal die offizielle Prüfung aus der Kaiserlichen Akademie. Die Einheiten wandern hier nochmal ein bisschen durch. Und Bingert wird den See erstmal ein bisschen ignorieren, versucht hier noch einen Kill zu machen. Und da kommt erstmal, okay, erstmal die Barbakane, um den Eingang und generell die ganze Fläche ein bisschen zu schützen, dass man weniger Ärger bekommt. Selten so spät die Barbakane nachgezogen gesehen, aber gut, das Game hat sich etwas eigenwillig entwickelt. Da gibt es doch, okay, es gibt einfach nochmal einen Hafen. Es ist noch eine Chunke, aber da. Die drei Dorfbrunnen bauen das Ding. Da gibt es dann, oh, da gibt es die Marine-Schießscharten. Den halt oben drüber schießen können. Das könnte ein bisschen Probleme geben. Parallel gibt es hier Probleme an der Palisade. Da ist noch dieser eine Dorfbrunnen, der auch immer noch sammelt. Okay, ein Brander ist da, aber bis an die Sprengstoffschunke. Da kommen halt die Schießscharten. Das heißt, die Sprengstoffschunke wird hier nicht viel reißen. Die muss ihr selber aufpassen, dass sie nicht versenkt wird. Hafen hinten ist ja down und da Schießscharten sind da. Dorfzentrum wurde jetzt auch, oder wird jetzt gesetzt. Da kommt es zwischen die Nahrung. Ah, Schießscharten sind aktiv. Schunke bekommt Probleme, währenddessen Palisade wird aufgebrochen. Also mir gibt das doch nicht so einfach auf. Dann wird es natürlich auch für die Fischerboote dann bald schwierig. Die ganze Fläche wird bald schwierig. Sprengstoffschunke wird weggeschossen. Noch ein weiterer Pfeil, der da fehlt. Ja, Damage ist da. Hafen leidet ordentlich darunter. Und man sieht, die Reichweite ist einfach massiv. Wäre das hier eine Notfallpalisade, um die Sperrkämpfer am Durchlaufen zu hindern? Das Dorfzentrum ballert jetzt da ein bisschen mit raus, aber es ist nichts im Dorfzentrum drin. Um den Damage da ein bisschen zu hindern, ist das, die Sperrkämpfer wandern einfach weiter, denen ist das egal. Hafen könnte in Kürze direkt angegriffen werden. Gott, noch mehr Sprengstoffschunken, die da eingesetzt werden. Will er einfach den Hafen sprengen mit Sprengstoffschunken? Das macht gerade den Eindruck. Da müsste halt den Dorfbrunnen auch loswerden. Okay, Explosion 1. Hafen hat noch 1000 AP. Der schießt normalerweise auch immer noch. Okay, da kommt jetzt gerade ein Daumen mit dazu. Weil das hinten die Sperrkämpfe blinken auch immer noch, weil das von Bogenschützen verfolgt. Hafen leidet immer noch, aber der Dorfbrunnen lebt auch noch. Und der Hafen schießt auch immer noch. Und somit für die Chunke sieht es ziemlich mies aus. Ja, Chunke wird versenkt. Die Fischerboote kommen in dem Fall zu spät. Da kommt jetzt ein großes Schiff. Da kommt eine Kriegschunke. Wenn das eine imperiale Rüstkammer startet. Kriegt auch direkt ein bisschen Ärger ab. Wenn das nicht hier werden die Fischerboote kurz angeschossen. Stau lebt noch und bekommt sofort wieder Probleme. Der Hafen wird nochmal repariert, aber nicht mehr für lange, weil der Dorfbrunnen gleich weggesniped wird. Und hier die Sperrkämpfer werden bis in die hinterste Ecke der Map verfolgt. Bogenschützen sind mit dabei, um den Kampf zu gewinnen. Die Pai wollen sich nicht unbedingt mit einmischen. 46 zu 56 in der Economy. Lucifer hat Song-Dynastie und zwei Dorfzentren. Also er kann seine Land-Economy mehr ausbauen. Und See-Economy läuft eigentlich auch noch ein bisschen bei ihm. Jetzt nicht prickelnd, aber... Gott, okay. Das hat ihn auch schon so viel Geld gekostet hier. Es kommen immer wieder neue große Schiffe damit dazu. Der Hafen leidet nochmal mehr. Das sollte früher oder später draufgehen. So wie die Sperrkämpfe ja auch ihr Ende finden werden. Und das haben wir normale Schießscharten, die irgendwo eingesetzt werden. Nämlich hier, wo gerade der nächste Trupp angelaufen kommt. Nämlich die nächsten Sperrkämpfer sind da unterwegs. Also es wird hier Zeug vernichtet. 4000 zu 3800 Ressourcen zerstört. Da kam gerade nochmal ein Daumen dazu, aber das ist das nächste Sprengstoffschiff bereits da. Das heißt, der Hafen, ja, für den sieht es ziemlich mies aus. Ist hier nicht zu retten. Ritterzeit ist aber erreicht. Das heißt, neue Werkzeuge. Außenposten hat auch nichts geschafft. Es wird eine Menge passiv produziert. Das wird dauern. Es ist eine Schmiede hier mit dabei. Drei Militärschulen im Einsatz. Ein paar Sugenusen mit drin. Hafen ist... Hafen lebt sogar noch. Überraschenderweise. Er lebt immer noch. Die letzten 30 Hitpoints. Die Fischerboote gehen nochmal komplett zurück. Und hier gibt es den Hafen wieder. Der wird wieder neu gebaut. Die Sperrkämpfer sind dafür jetzt mittendrin in der Base. Das ist in der Production. Die Dorfbrunnen haben sich auch bereits rausgezogen. Bingert ist wirtschaftlich ein gutes Stück schon zurückgefallen. Hat natürlich die kostenlose Einheitenproduktion, auf die noch ein bisschen hoffen möchte. Hat gerade keine weiteren Steine für die Marine-Schießscharten. Und somit... Das Ding, das Elend geht hier immer noch ein bisschen weiter. Da ist jetzt auch wirklich nicht mehr viel los. Wie man sieht, auch die Fischerboote von Lucifer einquartiert. Halten sich größtenteils zu Hause.
Wenn das denn die Sugenus kriegen, Ärger. Also gefühlt, es ist gerade für beide Seiten ein bisschen einfach zu viel Chaos. Sorgt auf jeden Fall für Ärger. So, hier einmal Crashkurs und jetzt hat es gelangt, um das Ding zu versenken. Und dann kommt da nochmal ein Hulk mit dazu. Wenn das sind die Speerkämpfe zusammen mit dabei, aber die Sugenus haben bereits gelitten. Und da wird weiter rückwärts gekitet mit der Armee von Lucifer. Also er hat militärisch gerade ein paar Schwierigkeiten. Und er ist auch immer noch in der Feudalzeit. Ihm fehlt das Gold tatsächlich. Ihm fehlt nicht viel Gold. 110. Okay, jetzt noch 50. Das ist halt der Steuergold. Kein Problem. Er baut jetzt sein Wahrzeichen. Er kann es auch dringend gebrauchen. Denn einheitentechnisch ging es gerade deutlich abwärts für ihn. Und da kommt natürlich eine Belagerungswaffe irgendwann auch noch mit dazu. Da gibt es eine weitere Militärschule. Ja, man dauert nicht mehr so lange. Noch 30 Sekunden. Wie sieht es zu See aus? Ein Hulk möchte gerne Kills farmen. Da ist eine Chunke, da ist ein Fischerboot. Also da nichts, was groß problematisch wäre. Da gibt es eine weitere Chunke, die ist jetzt auch noch kein Problem. Der Brande, dann ist das die Herausforderung. Indessen das Militär wandert hier durch die Gegend am Dorfzentrum vorbei. Urtrum ist aber fertiggestellt. Das heißt, Ritterzeit ist online bei Lucifron. Die Frage ist, wofür nutzt er die Ritterzeit bei sich? Für Palastwachen. Aber verliert hier ein paar Dorfbewohner. Ich meine, er hat einen Vorsprung. Er kann ein paar Verluste verkraften. Währenddessen ist es hier immer noch ein Battle. Da wurden wieder mal Brande reingejagt. Die Fischerboote arbeiten immer noch. Da kommt ein... Okay, da kommen jetzt Waffenknechte vorbei. Die kloppen mit den Dorfbewohnern. Also wirtschaftlich für Lucifer doch ein paar mehr Probleme. An verschiedenen Ecken. Wie man sieht, hier wird auch immer noch gekämpft. Tatsächlich an der Mühle. Kein sonderlich sauberer Kampf, aber er läuft halt immer noch. Und auch weitere Dorfbewohner werden dabei zerstört. 55 zu 70 jetzt in der Economy. Der Militär steht hier noch drum rum. Also er hilft sogar auch noch. Also der Deckspeed-Bonus ist immer noch aktiv. Die netten schlagen noch gerade die Waffenkette. Das ist gerade ein großes Problem für Lucifer. Er hat noch nichts wirklich was gut, die Waffenkette. Der konnte, er baut jetzt die ersten Armbrustschützen. Die können gar nicht schnell genug dazu kommen, um endlich diese Waffenkette kaputt zu kriegen. 64 zu 55 in der Economy. Wenn das sind Boote chillen an beiden Seiten. Und der Palast war damit aber auch da. Dann sieht man Lucifer immer noch economy-technisch etwas chaotisch, wie es hier zugeht. Reinforcement-Einheiten kämpfen mit den Waffenknechten, kriegen die auch nach und nach in den Griff. Da kommt dann schon die nächste Welle angelaufen. Die nächsten Waffenknechte. Aber das Dorfzentrum ist schon mal eine erste Blockade. Wir haben ein Dorfzentrum, wir haben den Barbakane hier. Das Dorf, Hauptdorfzentrum ist auch nicht verdeckt. Es ist eine ziemlich massive Defensivstruktur, die Lucifer trotz allem hier hat. Gegen Landeinheiten. Wird das ein Flutmillion aber wieder zu sehen, ein bisschen was zu erreichen. Dann wieder die 1-1-1-Kombo da. Von jedem Schiff eine Sorte, aber kassiert den ersten Crash und wird dann recht schnell versenkt. Währenddessen ist die Mangel da und beschädigt gerade das Dorfzentrum. Einfach weil sie es kann. Die Waffenkette ist immer noch hier drin. Zerschlagen ein paar Speerkämpfer, die hier nicht so viel zu melden haben. Palastache versucht mit auszuhelfen. Ei, was für eine Schlacht hier. Was für ein Durcheinander. Hier ist ein neuer Hulk am Start und da versagen jetzt gerade die Schiffe von Lucifron. Er hat aber dafür noch zwei Brande, die er nicht eingesetzt hat. Und hier unten werden jetzt Felder aufgesetzt, aber da gibt es nochmal Ärger mit einem einzigen Ritter, der nochmal ein paar Kills farmt. Wirtschaftlich jetzt 59 zu 57 Minuten hat das gedreht und belagert auch immer noch das Dorfzentrum hier. Die Palisade wird jetzt hinter das Dorfzentrum gestellt. Hat gar nicht das Gefühl, dass das Dorfzentrum einfach so halten kann momentan. Okay, gibt einfach sein zweites Dorfzentrum, wie es aussieht, auf. Es dauert ein bisschen, aber die Hitpoints schwinden und ja, zu See sieht es auch problematisch aus. Die ganzen Brande wurden nicht eingesetzt, die ganzen Sprengstoffschunken werden weggeschossen. Gut, eine ist noch da. Aber, ja, okay, da kommt einfach das GG, nachdem das jetzt auch viel steht, weil dann fällt die ganze Fischerboot-Geschichte weg. Und defensiv, ja, das Dorfzentrum wird weiter, wie man sieht, belagert, weiterhin kaputt gemacht. Da kommen noch mehr Einheiten nach. Asminat gleicht jetzt hier aus. Ja, das sieht man auch, wie es für Lucien dann mehr und mehr abwärts ging. Also, in diesem ganzen Chaos, Milon kam besser dabei weg, hat die Economy... Stück, der den ganzen Economy-Vorteil zerstört, mit den Dorfbewohnern und natürlich die Fischerboote noch oben drauf. Also Lucifer hatte viel mehr, hat alles davon verloren und militärisch war er trotzdem nicht auf Augenhöhe. Hätte es jetzt quasi mega einbunkern müssen und das funktioniert gegen Spiele wie Morin dort nicht. Und somit von einem 2-0 auf ein 2-2 und eine letzte Karte entscheidet. So, Dry River ist unsere Entscheidungskarte und dadurch, dass es jetzt auch Hybridkarte ist, keine Mali im Einsatz, sondern Chinesen und Delhi-Sultanat. Fischerboote, die schießen können, ist da der Gedanke für Lucifer. Er liegt doch bereits los mit seinem ersten Hafen und auf der genau gegenüberliegenden Seite ist Milion mit seinem ersten Hafen unterwegs. Momentan keiner der beiden möchte sich aktiv stören, wir haben keine Kaserne mehr dabei. Gut, hier sind halt auch lauter so Tümpel, wo man nicht zu viele Fischerboote bauen möchte, weil halt früher oder später ist die Nahrung aufgebraucht und dann hat man
Holz investiert in Zeug, das einem nicht mehr viel bringt. Also Kosten-Nutzen-Abwägung muss man ein bisschen machen. Aber ich meine, es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden sich jetzt hier weiterhangeln und dann alle Tümpel mit einem Hafen besetzen, weil man halt die Nahrung haben möchte. Speer halten die ganze Lage im Blick. Und wie man sieht, ressourcentechnisch, es gibt einiges an Holz. Bei mir sogar nochmal mehr als bei Lucifron. Da ist ein bisschen mehr auf Nahrung unterwegs und da gibt es ein Holzfällerlager, dass man nicht auf die äußeren Bäume angewiesen ist. Sammelt auch mit der Mühle schon. Holt sich die Schubkarre mit oben drauf. Wenn das ein Fischerboote die Anzahl steigt. Und da kommt auch direkt das Upgrade für die Docks, den Manuskripthandel. Das Spezialupgrade. Man sieht, Gelehrte kann man da stationieren und die tragen zur globalen Forschung bei. Und zudem, das Ding hat eine schnellere Produktionsrate, wenn man das nutzen möchte. Kostet ja nächstes Jahr ein Daily-Upgrade, von dem her kann man es schon mal mitnehmen. Ansonsten gibt es im dunklen Zeitalter noch kein Upgrade, das man sich schnappen kann aus dem Hafen. So, da haben wir den zweiten Hafen, also wie erwartet. Der Ansatz, dass man sich da weiterhangelt. Dorfbewohner sammeln immer noch recht fleißig, jetzt geht es auch ein bisschen ans Gold. Aber soweit so ruhig, keine frühe Action im Vergleich zur vorigen Map. Das Turm des Sieges, das Wahrzeichen der Wahl. Und dann kommt dann auch die Moschee, dass man einen Gelehrten bekommt und mit wichtigen Upgrades loslegen kann. Das sind hier mehr Fischerboote, 27 zu 20. Also economy-technisch für Marino schon einiges mehr, was damit rankommt. Momentan wird noch die effiziente Produktion gestartet, das wird aber dann sehr wahrscheinlich ausgetauscht gegen die Heiligkeit. Ich meine, das ist der Dorfbewohner hier. Hat einen weiteren Hafen in Planung und baut den nächsten Hafen. Währenddessen gibt es nämlich hier die Barbakane, geweihte Städte und Tümpel. Der Barbakane ist da sehr elegant gewählt. Also keine kaiserliche Akademie, sondern Barbakane hier, um dem Gegner da maximal zu nerven. Das ist wirklich eine schöne Position, das kann man sich ja fast nicht schöner vorstellen. Man blockt sowohl die ganze Nahrung als auch die geweihte Städte gegen den Daily-Spieler. Das ist ja ein Traum, muss man echt sagen. Wer ist da dann selber schon seinen zweiten Hafen aktiv? Dann haben wir noch einen Tümpel, in dem noch nichts passiert ist. Barbakane macht Fortschritte, Turm des Sieges geht ebenfalls voran, ist gerade fertig geworden. Waren da noch ein paar Schafe durch die Gegend? Wo wollen die Schafe hin? Wollen die wirklich bis darüber? Ne, die bleiben hier erstmal stehen. Wollen einfach ein bisschen platziert. So, Hafen hier ist am Start und da gibt es aber mehr Stress. Großen Posten nämlich auch mit dabei. Und Steine wurden auch schon gesammelt. Und zwar genügend, dass es für Handrohrscharten reicht. Genau das ist der Plan. Währenddessen hier der Speer nervt ein bisschen, macht aber jetzt nichts Signifikantes. Und auch hier nächster Außenposten und halt alles abgesichert ein bisschen durch die Barbakane. Also mehr Probleme hier für Lucifron. Hat ein ganzes Set an Upgrades unterwegs, darunter auch die Heiligkeit. Aber wird Ärger kriegen an seinen Fischerbooten, dass das nicht mehr ganz so rund läuft. Das Ding hat, glaube ich, nicht alles in Reichweite dann. Wenn das nicht hier ist, ist es natürlich richtig nervig. Die Fischquellen sind definitiv in Reichweite. Dazu noch die Kaiserliche Akademie. Minute hat er jetzt schon 35 zu 27 in der Economy. Er ist jetzt schon ziemlich gut aufgestellt. Und da kommt noch mehr. Denn das Militärgebäude im Bau für Lucifron. Aber der kriegt es halt erstmal ein bisschen Schmerzen. Der Damage, wie man sieht, ist genügend, um den Fischerbooten Probleme zu bereiten. Wenn man die nicht einlagert, dann werden sie versenkt. Aber wenn man sie einlagert, sammelt man auch keine Ressourcen daraus. Ja, hier ist es ein bisschen besser. Die Reichweite ist nicht ganz da, um die Fischerboote in den hintersten Ecken wegzusnipen. Aber wenn die näher kommen müssen, dann hat man die auch im Visier. Der Plan ist, bis dahin hat man genügend Einheiten beisammen, um die Position zu knacken. Zweiter Gelehrte wurde noch mit dazu gebaut. Heiligkeit macht Fortschritte und da soll es den Konteraußenbossen geben, den ersten. Beide können jetzt kampffähige Schiffe auch bauen. Die Frage ist, lohnt sich das in diesem Tümpel? Für Minot in dem Fall sagt hier ja. Möchte in dem Hafen noch kämpfen mit einer Junke. Denn der Außenposten wird noch nicht gebaut, aber es sieht halt schon das Eintreffen von Einheiten. Das Schaf steht auch unter Wasser. Mehr oder weniger. Aber es ist dem egal. So, Fischerboote kriegen hier mehr und mehr Ärger. Da könnte man noch einquartieren. Damage ist ein bisschen mehr als die Reparatur, nämlich gerade. Da kommt die Junke mit dazu. Fischerboot leidet aber immer noch. Das wird gebodyblockt von seinen eigenen Kollegen. Okay, wird jetzt rübergezogen. Der Außenposten wurde erfolgreich verhindert. Das ist ein guter Start für Marine. Oh mein Gott, der kriegt fast die beiden Dorfbewohner. Zwei Hitpoints und zwei Hitpoints. Also wirklich ein weiterer Pfeil hätte gereicht. Ja, Heiligkeit ist es zwar da, aber trotzdem
der Start nicht so optimal. Man hat hier deutlich mehr Schwierigkeiten als Lucifon. Unterschied 42, 32 in der Economy. Wird hier und da immer noch beschossen. Und hier und da geht wahrscheinlich auch noch ein Fischerboot gerade verloren. Das Ding holt sich gerade den Kill. Wenn das ein der Speer wird, gesniped, die Reiter sind schneller als... Ne, oh, die Reiter drehen ab. Die Reiter drehen ab. Die hätten den Kill normalerweise kriegen können. So, verlängerte Leine wurde abgeschlossen. Schmiede-Upgrade kommt. Die plus 1 Fernkampfrüstung. Hat man gegen die Dschunke ein bisschen bessere Chancen zu bestehen. Und das sind einige Einheiten da. Lucifer, er kann die geweihte Stätte mal einnehmen, dass er eine zumindest besitzt. Hat sich bis jetzt auch noch nicht viel getan. Und wie man auch sieht, Palisade mit dazu. Dass das Ding einfach gehalten werden kann. Ja, das sind hier die Fischerboote mal komplett gelitten. Es sind noch drei übrig. Der Dorfbrunnen muss auch aufpassen, wenn der da ranläuft. Den wird es ebenfalls erwischen. Alles, was in Reichweite ist, wird weggeschossen. Jetzt die ersten Einheiten von Milliard sind auch schon da. So Genuss sind mit dabei. Ja, 47, also wirtschaftlich, das wird langsam echt ungemütlich für Lucifer. Da fällt er doch weit zurück. Ja, er hat jetzt die erste geweihte Stätte, das ist süß. Aber es ist auch nicht die Welt an Ressourcen. Kompensiert es keine 14 in der Economy. Zudem Millionär mit seinem Militär auch schon zugange ist. Es ist nicht so, dass Millionär komplett ohne Einheiten spielt. Davon auch schon einiges auf dem Feld. Hier ist dasselbe Spielchen nochmal. Und der, die Fischerboote gehen nach und nach alle verloren. Und das hier ist es der Hafen, der hauptsächlich den Schaden absorbiert. Palisade wurde erfolgreich gebaut. Einheiten setzen sich in Bewegung. Die Dschunke. Na gut, die wird wahrscheinlich dran glauben müssen. Die Dschunke hier gegen so viele Einheiten. Man kann sie nochmal reparieren. Man kann versuchen auszuweichen. Kann die sich hier so hinstellen, dass die. Dass die Reiter da nicht rankommen? Wenn die Bogenschützen kommen so oder so ran. Aber tatsächlich, die Dschunke, was für ein Erzfeind von der ganzen Truppe von Lucifer. Diese Dschunke ruiniert ihm hier gerade seinen Tag. So, der versucht jetzt da an der Seite anzugreifen, das sind aber Speerkämpfe und das sind Zugenust. Die Reiter müssen ein bisschen aufpassen. Zugenust, ja, lassen es regnen, der Speer bekommt das gerade auch zu spüren, da kommen noch mehr Zugenust mit dazu. Lucifer pusht mal nach vorne, also er versucht zu pushen, aber bin mir gerade nicht sicher, ob sein Militär sich da nicht gerade massiv übernimmt in der Aufgabe, die Bogenschützen. Und man sieht, die klackert man auch runter. Die Reiter sind fast schon komplett weg. Die Hitpoints sind schon ziemlich miserabel. Und dann sind gleich keine Reiter mehr da. Die Speerkämpfer, drei Stück sind noch mit drin. Reiter haben sich gerade erledigt. Die Sugenus sind noch da. Und die Sugenus jetzt direkt gegen die Bogenschützen. Die Sugenus sind halt schon heftige Einheiten in so einem Kampf. Der Speerkämpfer hat auch nichts zu melden. Die Bogenschützen müssen sich zurückziehen. Also das geht gar nicht hier für Lucifron. Hat in dem Hafen nichts mehr zu melden. Hat in dem Hafen zumindest Konterfeuer, das er betreiben kann. Das ist immerhin ein Außenposten, der da fertig wurde. Dessen an dem dritten Hafen kann er noch ein bisschen arbeiten. Dem Hafen tut sich gerade noch nichts, aber da kommen die Sugenus gerade rüber. Der Hafen wird von, bis die beiden Häfen werden von Minot betrieben, wobei der ist leer. Da sieht man eben auch, dass die Nahrung halt nicht endlos hält. Reiter bekommen wieder den Schmerz der Sugenus zu spüren. Ein Sugenu fällt, aber die Reiter ebenfalls mit Schwierigkeiten. Da kommt die Belagungsfachkenntnis von Minot, also er will direkt nachlegen, dann auch mit Ramböcken. 20 Sugenus im Einsatz, mit 8 weiteren in der Bauschleife. Also das soll noch viel, viel mehr kommen, die Sugenu-Horde, die es sich hier aufstellen möchte. Gegen momentan 10 Bogenschützen, 2 Reiter, also die Truppe von Lucifer ist jetzt nicht so üppig. Und das sind Speerkämpfer, die Reiter können sich nicht wirklich annähern. Die eigenen Speerkämpfer leiden da auch, der Hafen wird zwar fertig, aber ja, kann dann sofort auch angegangen werden, abgekämpft werden. Hier ein Schiff zu bauen ist schwierig, wenn so viele Sugenus dagegen stehen, und da kommt der erste Rambok. Um sich da reinzuarbeiten. Komplexes Verteidigers wird gezogen. Also Wahrzeichen ist unterwegs bei Lucifer. Wenn das nicht hier seine Schiffe. Ja, das hat sich gerade erledigt. Also hafentechnisch gibt ihm jetzt fast gar nichts mehr. Versucht es hier nochmal, aber das Ding ist auch in Schussreichweite normalerweise. Ja. Das hat nämlich vorhin darüber schon geschossen. Da wollen wir noch weiter raus für weitere Nahrung. Militärisch 33 zu 18. Und jetzt mit den Ramböcken. Da wird mal losgewandert. Die Palisade. Die Sugenus Palisaden schmelzen lassen. Ist auch irgendwie so lustig zu sehen. Einfach, ja, ist einfach der schnelle Schaden, Mann. Die machen vielleicht nur einen Schaden pro Schuss, so wie jede andere Einheit auch. Aber halt dermaßen schnell, dass man es trotzdem irgendwann spürt auf den Hitpoints. So, weiter ab geht's jetzt unterwegs. Neues Zelda ist erreicht. Aber bis
Lucifer wirklich von der Ritterzeit profitiert, dauert noch ein bisschen. Er baut jetzt Waffenknechte. Die profitieren direkt. Die müssen wir nicht extra upgraden. Da dauert das eh dann nicht ganz so lange. Aber eigentlich die Waffenknechte haben ähnliches Problem wie die Reiter. Die Sugenus pumpen einfach sehr viel Damage. Die Sugenus lassen einzelne Waffenknechte schmelzen. Also das dauert wirklich einiges in Arbeit. Währenddessen die Lanzenreiter haben ein Speerkämpferproblem. Die müssen darauf aufpassen. Sugenus kiten jetzt rückwärts. Da kommen die Speerkämpfer noch nicht ganz so zur Geltung. Die Punkte zuvor, nämlich die Speerkämpfer rausnehmen. Die Sugenus stellen sich erstmal selbst in den Weg und blockieren als geweihte Stadt. Der wurde währenddessen auf 0 gesetzt. Und dann sieht der Lanzenreiter ist immer noch mit drin. Hat 27 Hitpoints. Die Bogenschützen werden alle zerstört. Waffenknechte ist dabei mit drin. Für Maynard geht es mehr und mehr rückwärts. Also Lucifer scheint das erstmal stoppen zu können. Währenddessen, was macht... Hier war doch ein Rambock. Wo ist der Rambock hin? Nicht hier was mit... Ach, da ist der Rambock. Der fährt einfach gerade ganz frech durch die Gegend. Kampf soll wieder gedreht werden mit Reinforcements. Den Hafen können wir als nächstes anziehen. Und hier pumpt einfach seine ganzen Reinforcements direkt rüber, direkt hierher, um den Kampf zu stabilisieren. Und er sollte das auch schaffen können momentan. Es ist nicht so viel Masse da von Lucifer. Es fehlt einfach an der Anzahl. Gott, der Lanzen rettet. 31 Hitpoints wird mal kurz geheilt. Aber nein, dann nächster... Volley von den Sugenus zerlegt den Waffenknecht, hat auch den Bonus Attack Speed vom Turm des Sieges. Aber leben die lang genug, um den Bonus nutzen zu können. Sie zerlegen doch mehr und mehr Sugenus, runter auf 16 Stück. Also ja, es geht was voran, während das in den Hafen lebt man trotzdem. Die geweihte Stelle wird gerade wieder eingenommen. Ach, die Waffenknechte, wenn sie mal gekitet werden, wenn die Speerkämpfer vorne einfach die Zeit kaufen für die Sugenus. Kommt mehr und mehr Damage, Uhrturm ist unterwegs. Und die einzelnen Einheiten, die hier unterwegs sind, sind nicht gut. Gott, geweihte Stelle kann man sogar noch blocken. Also weiterhin kein wirkliches Bonusgold für Lucifer. Für eine kurze Zeit hatte die geweihte Stätte gehabt. Aber so viel war es nicht. Den Hafen hat er jetzt auch verloren. Das ist mir nicht so tragisch. Es hat 150 Holzen, dass er da mal rein investiert hat. Der Hafen ist quasi auch verloren. Und der Rambock wird, denke ich, das hier als nächstes anpeilen, dass man den Außenposten los wird. Den Hafen könnte man auch noch angreifen. Ja, Rambock fährt mal rüber. Ritterzeit ist ausgeglichen. Das ist die Möglichkeit, jetzt Palastwachen zu bauen. Und natürlich den Sugenus noch weitere Upgrades zu verpassen, dass sie mehr Damage machen. Ist ja noch nicht genug. Da kommt jetzt auch ein Kloster. Es kommt ein Lanzenreiter vorbei. Wir wissen, okay, das direkt Palisaden, sogar über der Hälfte der Karte. Einfach mal das Gebiet festlegen. Also Minot spielt hier sehr bestimmend gerade. Ich denke, wie schlecht das vielleicht in dieser Serie aussah. Und er macht jetzt hier so ein Comeback da draus. Jetzt hat Lucifer die Schwierigkeiten. Was kann Lucifer hier noch auspacken? Er hat viele Upgrades unterwegs. Er baut militärisch gerade nichts wirklich Krasses. Es sind mehr Bogenschützen unterwegs. Seine Truppe ist gerade ziemlich bunt gemischt, aber nichts Besonderes. Und die Dorfbunde leiden hier gerade. Ne, Lucifer hat mehr und mehr Schwierigkeiten. Deswegen geht es gerade abwärts als aufwärts. Versucht gerade mit den Reliquien irgendwas zu machen, nachdem das mit den geweihten Städten nicht funktioniert hat. Verliert aber hier dann den Hafen. Wird den, wie gesagt, den Außenposten sehr wahrscheinlich verlieren. Es gibt noch einen Lanzenreiter hier drin. Aber auch der trifft auf Einheiten. In dem Fall auf Armbrustschützen und hat nur noch 7 Midpoints. Also ein Angriff. Dann ist auch der Geschichte. Das können die Dorfbauern auch fast schon selber erledigen. Ja, dessen Palisade macht schleichend Fortschritte. Geweihte Stätte wurde wieder eingenommen. Aber, da ist viel Gesellschaft nebenan. Das wird dem eventuell nicht so gut tun, dem Gelehrten. Er ist jetzt unterwegs. Er überlegt sich das jetzt nochmal anders, ob er da wirklich rauslaufen soll bei dem Ausgang. Vielleicht die Palisade knacken und hinten rauslaufen. Höhere Überlebenschance in dem Fall. Rambock macht am Ende weiter sein Ding. Ja, da steckt sogar noch ein Dorfbrunne steckt da drin. Aber damit hat Lucifer eigentlich nichts mehr in der Mitte der Karte stationiert. Bis halt auf die Palisade hier. Und hier die Mühle, wenn man die mit einrechnen möchte. Aber ansonsten ist da überall Marine dort am Drücker. Außenposten schießt zur Seite kurz mit rüber. Was können die Lanzenreiter hier noch anrichten? Wir sind bei 70 zu 51 in der Economy. Geweihte der Shadow wird wieder auf 0 gesetzt. Reliquientechnisch 1 zu 1 mit jeweils einer zweiten in der Hand. Also auch da ist es Gleichstand. Lanzenreiter versuchen ihr Möglichstes. Mit 14 Kills von Marine dort auf die Economy von Lucifer und umgedreht waren es nur 7. Dorfbefestigungen kommen wir dazu. Also man kann jetzt Bergfried als Dorfzentren gleich haben. Und da kommt auch ein Bergfried. Das wird genau für diesen Zweck verwendet, um die Position ein bisschen zu stabilisieren. Zudem, es kommen die Wirtschaft-Upgrades. Also für Lucifer, es kommt ein bisschen mehr. Problem ist halt, Melinot, hier diesen Spiele mit Song-Dynastie ist jetzt halt auch nicht so geil, wenn man dagegen spielen muss. Und der hat ein ziemlich großes und recht unangetastetes Gebiet. Da stehen überall noch ein paar Einheiten rum. Der Lanzenreiter wird das gleich zu spüren bekommen. Sein Kollege ist währenddessen ganz woanders hingelaufen. Er hat davor die Lage gecheckt. Und kann einmal einen Sugenu umchargen. Der alleine macht dann doch nicht so viel an Schaden. Währenddessen für den Kollegen ging es genau andersrum. Okay, er hat noch einen Dorfbewohner mitgenommen. Also immerhin etwas.
Ein Trostpreis hat er bekommen. Minion sammelt jetzt doch mal seine gesamte Armee. Die letzte Reliquie liegt bis hier oben. Und jetzt Minion schnappt sich jetzt die geweihte Stätte. Wenn er gerade mal dabei ist. Palisade jetzt nämlich auch geschlossen. Könnte die theoretisch noch weiterbauen, wenn er wollte. Gerade hier den Weg noch zumachen, dass der Gegner hier durch muss zwischen Außenposten und Barbakane. Da haben uns noch ein paar weitere Fischerboote nachgelegt, dass der Nahrungstennis schon mal mehr abgeht. Der eine Lanzenreiter ist immer noch die Ablenkung. Da streuen die immer noch durch die Gegend. Da fährt, warum fährt der Rambock hier durch die Gegend? Ich weiß auch nicht mehr, was er mit sich anfangen soll. Hauptsache in Bewegung bleiben. Ein paar Palaster werden hier durchgeschickt. Ja, geweihte Städten werden jetzt von Marinord eingenommen. Zumindest teilweise. Ja, ist an der zweiten dran. Und hier, Bergfried ist da. Bergfried ist da und kann Feuerunterstützung liefern gegen die gesamte Infanterie. Es hat trotzdem direkt einen Sprung Dorfbewohner gekostet. Die Sugenus klackern einfach alles aus dem Leben. Aber war ein bisschen zu offensiv. Der Bergfried hält die Stellung. Ölupgrade kommt als nächstes. Das dauert jetzt nur 5 Minuten. Und die Palastwachen treffen auf die Armee und werden auch zu Fall gebracht. Wo sie von ein bisschen was an Nahrung auf Vorrat. Geweihte Stelle 2 jetzt aber eingenommen. Das heißt, Minot kann den Game Overtimer theoretisch losstarten lassen. Wenn er überhaupt weiß, wo das... Ne, er war hier hinten nicht. Er weiß gar nicht, das ist wieder lustig zu sehen, dass die Spieler die Infos gar nicht so haben. Und hier ist ein weiterer Balken. Das damit hat Lucian auch automatisch halt mehr Dorfzentren. Also er kann sich wirtschaftlich damit voranbringen. Und zudem defensiv ist er dann auch nicht schlecht aufgestellt. Die Bergfried Dorfzentren. Ja, die pumpen auch. Die pumpen mehr Dorfbewohner. Also, was geht da noch für Lucifon? Er hat die Dorfbefestigungen bekommen. Man sieht, Million hat sich gerade überlegt, soll er da einen Rambock bauen? Er wird wahrscheinlich mehr als einen Rambock brauchen, um den Bergfried klein zu kriegen. Er hat jetzt den ersten Tribock tatsächlich fertig. Und baut den zweiten. Und das ist ein Urturm-Tribock. Also, der ist nochmal extra tanky. Währenddessen haben wir hier. Oh, wieder Dorfbewohner, die weggesniped werden. So viel zu der Economy, die nachgebaut eigentlich wurde, zumindest teilweise nachgebaut wurde. Hier weitere Palisade geplant von Marinot. Die macht einen lustigen Schwenker an dem Wald. Aber geht dann bis rüber. Er blockt halt wirklich jeden Tümpel von seinem Gegner weg. Marinot bestimmt hier ganz deutlich, wie die Map zu laufen. Der hat sich gerade auch, hat gerade gemerkt, ey, da ist die Reliquie. Soll ich mir die Reliquie schnappen, soll ich die geweihte Stätte einnehmen? In dem Zwiespalt ist er gerade. Er weiß nicht so recht, was er will, was er priorisiert. Ah, ihm geht's zu gut. Das sind wirkliche Luxusprobleme, die Marino jetzt gerade hat. Aber die Palisade könnte knapp werden. Ne, wird fertiggestellt. Ne, hinten. Hinten ist da noch. Kann man da noch durch? Das ist immer wieder mal so die goldene Frage. Ne, Palisade. Okay, hier vorne ist sie noch offen. Da kann man durch. Oder man greift sie direkt an. Währenddessen, der Trupp hier hat auf das Eintreffen des Tribox gewartet. Also Bergfried Nummer 1 bekommt jetzt Probleme. Was hat Lucifon als Problemlösung? Geweihter Sieg ebenfalls 10 Minuten. Es stapeln sich gerade die schlechten Neuigkeiten für Lucifon. 68 zu 84 in der Economy. Militärisch er hat 42 Bogenschützen gegen 31 zu genussen 23 Plastwachen. Aber die Plastwachenmasse wird größer und größer. Und der Tribock arbeitet sich voran. Zweiter Tribock ist inzwischen auch auf dem Feld. Rambock kommt auch mit angefahren. Ein paar Einheiten laufen da gerade stumpf nach vorne. Schlechter Ready Point. Ah ne, die wollen Dorfbewohner hatten sie nicht haben, die noch still und heimlich arbeiten wollen. Damit noch mehr Kills auf die Economy. Die Dorfbewohner hier, okay, die verlassen bereits die Position. Währenddessen auf der Seite sind Einheiten reingekommen. Da kommt der nächste Bergfried. Und da kriegen tatsächlich die Einheiten mal Schwierigkeiten. Die Sugenus haben Probleme. Aber da kommt dann das restliche Militär mit dazu. Palisade wurde inzwischen geschlossen. Also Lucifer von Verlager, das ist alles auch auf der Seite, hat den ersten Bergfried jetzt verloren. Die Lanzenreiter leben halt trotz allem nicht lang genug. Ein paar Sachen werfen sie jetzt in den Weg gegen die Bogenschützen. Schmiede-Upgrades, plus 1 Fernkampfschaden, plus 2 Fernkampfrüstung jetzt drauf. Und ja, es geht trotzdem voran hier für Marinord. Das hat Lucifer nicht viel zu. Lucifer, ist Ressourcenentscheid einfach schon komplett am Limit. Sammelt wenig Nahrung, weil einfach ja die Nahrung abgewirkt wurde. Jetzt kommt wieder neue Nahrung mit dazu, aber wird jetzt halt weiter und weiter in seine Basis getrieben. Und Reinforcements werden jetzt auch gerade abgekämpft. Militärisch sieht es einfach jetzt schon ziemlich mies aus. 86 zu 34. Und für Minion ist es einfach, denke ich, ein Siegeszug hier nach vorne. Ja, und da kommt das GG von Lucifon. Es hat so gut für ihn angefangen, diese Serie. Und dann leider aber so ein bitteres Ende für ihn genommen. Ja, da sieht man es aber auch in der Anzahl der Einheiten, wie sich der Marinot einfach mehr und mehr abgesetzt hat. In sämtlichen Belangen. Als das Game. Ja, Lucifon, das wollte nicht einfach so hinwerfen, aber... Man sieht, wie sich da einfach die,
die Nachteile für ihn Stück für Stück gestapelt haben. Das wurde nicht viel schöner, nicht viel angenehmer, das Game. Und somit ist es Lucy, von der hier als drittplatziert endet. Und Minot zieht ins Finale ein. Eben aus dem Lowest Bracket, das ist das Lowest Bracket Final. Das war's mir, bis zum nächsten Mal und ciao.